Hallo und herzlich willkommen am Montagabend wieder zur geballten StarCraft-Action hier auf sc2.de mit Liga 4, Spieltag 4 und 5. Ich bin Warner und ich begleite euch heute wieder durch den Abend zusammen mit meinem wunderschönen Partner, dem guten Timo aka Main. Hallo Main. Hello there. Und mir fällt wieder auf, ich mach's jetzt schon mal direkt, Bildschirmübertragung. StarCraft. Nice. Wieder alter Patch, nicht? Ja, ja, alter Patch. Wir kennen das alte Spielchen. Ja, ihr seht es. Liga 4. Liga 4 ist spannend. Denn ich habe hier auch mal das Standing mal eingeblendet. Und wir haben auf mehr oder weniger punktgleich Platz 3, 4, 5 und 6. Alle mit 1-2. Erastat, Baumusbaum, Mechanics und Dystopia mit jeweils 4-4. 3-4 und 2x3-5 Maps. Also super spannend hier. Auf Platz 1 Iroku mit 3-0, 6-2 und auf Platz 2 Illustrated 2-1, 5-4. Nach dem Ergebnis natürlich kann jeder hier Erster und Letzter werden. Nur rein vom Standing. Realistisch ist wahrscheinlich, dass Iroku sehr, sehr sicher Platz 1 oder 2 bestreiten wird, einnehmen wird. Aber danach kann wirklich alles passieren. Wir werden nicht nur den direkten Abstieg herausfinden, sondern auch deinen Gegner, Main, für die Relegation. Ah, stimmt, da war ja was. Warte, bei mir piept gerade was. Muss ich gleichzeitig sagen. Und wir fangen mal an mit Derastat gegen Mechanics. Ich hol mal schnell meinen Tee. Ja. Und das ist dann wieder das alte Spiel mit alten Patches, allem drum und dran. Ich hoffe, das funktioniert so auch mit der Bildschirmübertragung. Huch. Ja, keine Sorge. Am Anfang wird hier, glaube ich, nicht so viel passieren. Und mir fällt gerade auf, ich muss mir den Chat nochmal auspoppen. Den habe ich gerade nicht. Und das ist ja durchaus wichtig. Also nicht wundern. Ah, du musst den Stream immer anmachen. Ja. Warte, ich mach's anders. Ich werde hier Dings übertragen. Nicht wundern, die Szene ist nicht kein Fehler. Sondern weil wir selber noch nicht in-game sind. So. Hm. Jetzt müsstest du meinen Desktop sehen. Oder das Spiel jedenfalls. Da, warte mal. Ich war gerade zu doof, aber ja. Ja, läuft. So, willkommen hier im Chat, Baumusbaum und Moin Moin. Und Käsekuchen und nicht Moin Moin. Ich wünsche dir auch einen Käsekuchen, Herr Moin Moin. So, wir haben ein CVC und unten links, ich glaube, wir müssen uns nämlich beeilen, weil, glaube ich, gleich die erste Action passiert, haben wir von Team Phoenix in Blau den Sorgspieler Stirastat. Und rechts oben von den Platinum Heroes, apparently. Habe ich das vergessen? Vielleicht stimmt's ja, vielleicht auch nicht. Es ist jedenfalls der rote Zwerg Mechanics. In Mechanics müsste Dortmund eSports sein? Bin mir gerade unsicher. Ich schau mal fix nach. Oder Frankfurt? Frankfurt oder Dortmund, das war auf jeden Fall ein rotes Logo bei Mechanics, wenn ich mich nicht irre. So, wir haben jetzt aber hier einen früheren Pool mit Gas First, Zergling Speed und ein Banning Nest schon auf dem Weg und auf der anderen Seite eine Hedge First und dann Gas vor Pool. Und es wurde gescoutet, wenn man darauf geachtet hat. Der Overlord hat das gesehen. Und in der Production sieht man, dass ja noch nichts weiteres gebaut wird. Also, er kann auch noch nichts bauen. Spinecrawler braucht er noch eine Weile. Aber es ist hier ganz klar ein One-Base-All-In von Derastat mit Speed und Banning. Sind wir mal gespannt. Wurde mir schon angeknabbert. Kein Spinecrawler oben auf dem Highground. Also, man wird wahrscheinlich hier einfach die Hedge opfern. Nehme ich mal an. Ja, ist ja die Frage. Also es kann ja länger am Anfang gehen erstmal viel bedeuten, aber dass jetzt hier Mechanics auch sieht, dass der Natural nicht mal angefangen ist, zeigt natürlich einen viel höheren Grad von All-In. Und da kommt jetzt auch der Spinecrawler. Ja, vor allem, weil hier unten fleißig gekämpft wird, aber die Söldlinge von Mechanics komplett verloren haben und jetzt sind Speedlinge auch mittlerweile am Start, den Reinforcements sind dementsprechend viel, viel schneller und da sterben alle Linge. Oben haben wir eine Queen, die out of position ist, sofort surrounded wird. Und das könnte der Punkt sein, wo dieses Spiel keiner endet. Weil an sich hätte ich gesagt, wenn die Queen hinten, da kommen dann noch die Banning dazu, alle Worker sind hier geklumpt, die Connections sind da nicht da.
Und am Ende eine Dutchman Action, die zweite hinterher, 6 Worker down. Immer noch relativ viele Linge am Start. Die Henne Queen probiert alles, was sie kann, aber kämpft alleine wieder gegen 5 Säuglinge. Und die wird natürlich hier zu Tode geknabbert. Und da kommen weitere Linge mit dazu. Und das wird hier recht sicher Game sein. Da kommt auch das GG. Und 1-0 für unseren blauen Säugspieler. Eieiei. Ja, das ging fix. Ich glaube, da am Ende die Entscheidung, mit den Zerg dann noch ein bisschen zu verteidigen, bei der Lateral war vielleicht etwas schwierig. Ja, plus die Queen halt auf der falschen Seite. Also wenn oben der Spinecrawler wird gebaut, damit zum City die Queen ein bisschen defendest und ein paar Workern, glaube ich, brennt da gar nicht so viel an. Aber jetzt dadurch natürlich war das eine einzige Katastrophe ohne diese eine Queen. Vor allem die zweite Queen war ja auch schon im Bau auf dem Highground, ne? Sie wie sie halt, ne? Was will man machen? Ja, was will man machen? Was will man machen? Ist halt ist im Early Game, glaube ich, noch mehr volatile als PvP. Aber dafür ist halt PvP im Midgame halt absolute Katastrophe. Da kann halt alles passieren. Aber was heißt im Midgame? So bei Minute 4 bis 6 ist halt alles möglich. Ich glaube, das sind einfach so. CVC hat, glaube ich, mehr so aggressive Eckpunkte, wo man wirklich schnell wissen muss. Also, hier hat halt auch ein bisschen die Decisiveness gefehlt. Auch vielleicht ein bisschen so der Entscheidungswille, auf eine Defense eines All-Ins zu committen. Vielleicht war man sich nicht sicher, ob es wirklich ein All-In wird oder nicht. Der Spinecrawler kam zu spät, Banlinest kam zu spät. Man hat die Queen weiter offen stehen lassen. Hat man, glaube ich, einfach ein bisschen falsch eingeschätzt, was da überhaupt Sache ist. Glaube ich auch. Der aber alles richtig eingeschätzt hat und seine erste Map eben geholt hat, ist der blaue Zerg-Spieler hier oben auf der 11 Uhr Position. Es ist Derastat. Und rechts unten in Platinrot von den Heroes, es ist Mechanics. Weiß nicht, ob Platin so unfassbar rot ist, ehrlich gesagt. Ja, aber er ist in Rot und ist bei den Platinum Heroes, also. Ich weiß, ich habe deine Einstellung schon verstanden. Ob sie so passt, war es ein anderes Thema. Na, das ist so kirschgrün wie die Ampel, wenn man drüber fährt. Eieieiei. Und wir haben von Derastat den gleichen Bild auf einer anderen Map, die ein ganzes Stück größer ist als die Map davor. Das könnte hier den Unterschied ausmachen. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, also da sind ja ganz wichtig, wie viele Drohnen gebaut werden, wann der Overlord kommt. Aber so in diesen Anfangsphasen, CVC ist einfach nicht casterfreundlich, man muss einfach von Minute 0 anfangen mitzugucken. Oh, die Map ist sogar vor allem viel schlimmer, weil in dem Fall laufen die Zerglinge nicht über den Overlord. Das heißt, er hat gar keine Ahnung, was die passiert. Und wir haben, oh nein, eine Doppelhatch vor Pool von Mechanics. Oh, das wird ein flottes Ding. Wahrscheinlich. Mal sehen. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er die. Hat er die Hedge gesehen? Nein. Okay. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, ein bisschen Stress zu machen, aber. Jetzt muss das sein. Banding Nest ist jetzt wieder vielleicht fertig bei der Rastat, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, diesmal ist der Pool halt viel später. Die Rastat läuft doch hoch und denkt, warte mal, hier ist ja einfach gar nichts. Ja, also wirklich ja nicht mal einen Spinecrawler bauen. Ja. Eine wird jetzt hinter der Mineral Line gebaut, 2 Banelinge werden gemorpht oder komm einfach das GG. Da hat Mechanics einfach gar keinen Bock drauf. Lässt es halt einfach sein. Also, oh Mann, das ging schnell. 8 Minuten am Casten, erstes Best of 3 durch. Alles klar. Na, ich glaube, da wollte jemand den Rekord beim Relicos Video zu Ende der Saison haben. Oh, ich sehe gerade im Overlay, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Illustrated hier seinen zweiten Platz holen kann. Illustrated hat 2 Death Loses gegeben. Ach, schön. Und dadurch. Das ist natürlich nochmal interessanter. Ja, dadurch ist jetzt hier für alle wirklich alles dran, den zweiten Platz jetzt sich zu organisieren. Marakulekos denn da, um das mal hier. Ja, er hat schon im Chat geschrieben, ja. Ne? Er hat sich einfach nicht mehr geschmeldet am Schluss. Ich klopfe mal hier auf Holz, ich hoffe, ihm geht's gut. Und es ist nichts passiert. Sowas ist aber ist vorher auch mal passiert. Ich weiß nicht mehr, ob es Illustrated war. Bei irgendjemandem ist es auch passiert. So, vor allem, wir hatten ja mit Double Round Robin, wo halt er immer, ein Spieler war immer da, hat immer gespielt. Und irgendwie in den letzten 3, 4 Spielen
Ne, bei den Gruppen so irgendwie bei 10 Leuten, Double Round Robin, waren es ja schon viele, aber am Ende einfach nicht mehr da. Ja. Auch noch gar nichts gemeldet, einfach geghostet. Nee, war einfach weg. Einfach weg. So. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar Inside Out. Und oben rechts in diesem PvP den blauen Protoss-Spieler von TSV Burgdorf. Es ist Baum ist Baum. Und links unten in wunderschönen Protoss-Rot. Oh, das ist die schönste Farbe von Team Phoenix. Es ist Dystopia. Gelb bleibt in StarCraft die beste Farbe für alle Rassen. Ja gut, du bist auch ein Terraner, da wissen wir ja, was dein Geschmack ist, ne? Also. Ja, absolute Überlegenheit. Ja, jetzt müsste Dystopia eigentlich schon ein bisschen das wild vorkommen. Die Probe war viel zu früh auf seiner Seite. Ja. Und die Forge hier oben von Baum ist Baum. Was ist denn hier los, Baum ist Baum? Ich kenne dich doch nur als tollen Makrospieler. Und jetzt hier gegen mich zur Community Cup Quali auch schon gecheased und jetzt hier einfach den Cannon Rush ausgepackt. Schon frech. Probe oben auch auf dem High Ground. Wurde jetzt auch gescoutet, dass da eine Cannon gebaut wird. Ja, dieses Gefühl kenne ich ja gar nicht, ne? Als Terran ist mir das ja alles ziemlich egal. Oh, und die zweite Probe kommt auch noch durch. Absolutes Desaster hier. Da werden jetzt die Worker gezogen. Die erste Cannon baut noch eine Weile. Und Baumusbaum passt sich auf. Verliert hier seinen Worker. Oh mein Gott. Hier müsstest du eigentlich einfach alles hinterherziehen. Du willst einfach alles. Baumusbaum schreibt doch gerade. Ich liebe keinen Rush, aber ich bin sehr schlecht damit. Sehe ich. Ja, das ist erstmal ein guter Spot. Man müsste aber eigentlich von Anfang an. Oh nein, er hat beide Worker. Beide Props gestorben, ohne es gewallt. Ja, damit hat Dystopia eigentlich. Ein Führen. Alles da, was er braucht. Er braucht nur den Cybercode holen. Kann jetzt eigentlich auf ganz normal attacken. Gerne wird jetzt hier eigentlich mit der Scouting Probe wird gerne als Konter dann auch noch sozusagen das Proxy Stargate gebaut. Ey, ganz kurz, Dystopia hat sein zweites Gatewrap gebrochen. Es war fast fertig. Wäre das nicht besser gewesen, wenn es einfach da geblieben wäre? Das ist greedy, aber ich weiß nicht, ob das. Ach, der Cybercore war auch sehr spät, ne? Oh, das hier wird auch noch reingechattet. Und Ausreden gesucht. Ja, so kennen wir ihn. Ja, dieser Pile gehört sich nicht so, wie er ist. Du kannst oben da auch nochmal wallen, damit du deinen Probe nochmal ein bisschen schützt. Aber ja, Dystopia baut. Also jetzt für den Stalker oder einfach die Robo. Also irgendwie brauchst du jetzt Immortals oder Stalker, um halt so schnell wie es geht, den Ken Rush jetzt noch aufzuhalten. Aber es passiert einfach gar nichts. Dystopia ist ein bisschen überrascht und weiß jetzt nicht ganz, was er tun soll. Ein Baum ist bauen schon ein bisschen frech, weil das ist nicht mein Reichweite. Ah, das ist wiederum Reichweite, ja. Aber Sheet Battery ist da. Jetzt muss da viel mehr. Ja, guck, da kommt jetzt erstmal das Starback von Dystopia, aber rein theoretisch wäre das schon sehr viel schneller haltbar gewesen. Das wird Stargate jetzt alles Proxy noch ein bisschen in dem knapper. Fall. Aber ja, der Zealot ist schon wichtig, aber das wird er hier nicht mehr lange halten können. Ja, jetzt kommen mehr Cannons dazu. Stell dir mal vor, ihr wäre ein zweites Gateway gewesen, wo Stalker gebaut hätten werden können, so. Ja, wäre das zweite Stargate einfach gewesen, man müsste erstmal ein Gate runterschießen, um das freizumachen, hätte noch mehr Zeit bekommen. Ja. Ich meine, die Cannons sind trotzdem noch ziemlich weit weg, du machst hier noch immer noch nicht wirklich viel Schaden, obwohl so viel investiert ist, ne? Das ist jetzt nicht so, dass Dystopia direkt automatisch den Canrush verloren hat. Das ist extrem viel an Investment von Baum muss bauen und wenn er diesen Nexus kriegt, einfach rüberwarpt, ist das eigentlich nicht mehr so dramatisch. Ja, es ist auch so ein Punkt, also hier wird jetzt ein Pylon auf einen Baumusbaum gebaut, deswegen habe ich immer rüber geguckt, wo hier in die Mainbase auch mal eine Cannon und eine Schildbattery gehört, um irgendwelche Proxy-Gateways oder zu dingsen, zu defenden. Gegen Stargate ist das einfach egal, weil der Void Ray einfach drumherum fliegt. Du musst eigentlich schon eine Verteidigung da haben. Mindestens 2-3 mit Shield Battery. Stalker. Und dieses hast du halt nicht hier. Auch Baumesbaum hat gegreedet und hat halt direkt das Stargate gebaut. Aber das ist keine Shield Battery, das ist kein Cannon. Da kann jetzt einfach diesen Silent rausholen und der hat das Spiel gewonnen. Ja, das ist so. Der Cannrusher, wenn du nicht gewohnt bist zu Cannrushen, und ich habe das in der Ladder viel gespielt, um das mal zu üben, bist du halt bei solchen Sachen nicht. Das hast du nicht im Kopf, dass der Ken-Rush da auch aggressiv werden kann und du musst gegen solche Sachen gefeit sein, weil diese Response ist für Leute, die nicht viel Ken-Rushen, echt
nicht im Kopf und dann kannst du ganz schnell einfach daran verlieren. Auch wenn er jetzt irgendwie komische Sachen angreift. Zweiter Voidrain wird auch noch dazu gebaut. Nexus ist jetzt in der Main Down. Das heißt, wir haben kein aktives Income aktuell. Wie dauert es eine Weile? Er hat leider das falsche Chrono boostet mit dem falschen Nexus. Kann jetzt nicht. Zweiter Voidrain ist am Start. Der eine Voidrain wird hier nicht rauskommen. Wahrscheinlich mit dem Focus Fire so close. Nächste Pylon. Reicht das aus? Und kann sich dieser Warp Voidrain hinter die Schildbatterie retten? Ja, kann er. Okay, es dreht sich also alles nur noch hier um die Base von Baumesbaum. Nächste Schildbattery ist ready. Damit müsste man jetzt eigentlich fokussen können. Von Baumesbaum aus Sicht. Achso, das ist kein Pilot. Der ist nicht. Oh Mann, dieses Spiel, ey. Die Infrastruktur geht jetzt down. Forge als nächstes. Wahrscheinlich folgt Gateway und Cybernetics Core dazu. Es wird hinten ein Stargate gebaut bei den Schildbatteries und Cannons. Gleichzeitig hier die ersten Worker am Abbauen. Jetzt hat man genug Energie für den Recall. Das heißt, wir haben eine Voll-Mining-Base für unseren Dystopia. Ja, ich meine, jetzt rein theoretisch ist das, kann Dystopia jetzt einfach gewinnen, indem er einfach mehr Voyages holt. Ich meine, jetzt ist die Production nicht ganz so gut bei ihm, weil einfach das Gas fehlt, die Mineralien, die er nicht meinen konnte. Aber es sind erstmal 3 Voyages gegen... Ein nur, ja, du hast Sheet Battery und vielleicht sogar Supercharge, wenn man drauf eingeht, aber man kann. Jetzt muss man schon aufpassen, man darf nicht zu weit als Baum rausgehen. Das kann man einfach turnen. Und, aber trotzdem, jetzt ist das natürlich eine interessante Situation. Jetzt kann der nächste Volto angebaut werden, rein theoretisch. Und man muss ja mal auf die Schildbattery achten, die wird auch sofort gefokust und die schmilzt innerhalb von Sekunden. Das ist das, was ich meinte, Baumesbaum muss da viel aggressiver sein, er kann doch seine Schilde regenerieren. Und jetzt fightet er 3 gegen 2, aber Mr. Micro hier in dem Fall von Dystopia. Aber am Ende ist seine Production einfach schneller, da ist der vierte Voidray gleich ready. Und ja, und Baumesbaum sucht, irgendwas stimmt hier nicht, warum kann mein Gegner denn noch weiter produzieren? Ja, das sollte ihm jetzt schon sehr bewusst sein, sonst hättest du nicht schon 3-4 Voidrays haben können. Aber er möchte natürlich wissen, wo die Base ist. Aber wir haben uns, glaube ich, vielleicht in eine Richtung reingependelt, wo das ziemlich eben ist. Ich würde Dystopia immer noch im Vorteil sehen. Warum jetzt das zweite Stargate ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Baumesbaum macht das schon richtig, lieber das Weapon Upgrade noch zu holen, weil 2 Voidray Production kriegst du auf One Base nicht hin. Was ist, wenn es Phoenix werden? Doppelphoenixe gleich. Warum? Voidrays counter on Voidrays, das ist Ja, aber Phoenixe counter auch Voidrays. Nicht wirklich, vor allem nicht bei Shield Batteries. Okay, ja, Shield Batteries gebe ich dir, aber überall anders und du bist viel mobiler, du kannst damit harassen und so weiter. Weil ansonsten würde auch zweites Teil nicht. Ist ja nur ein One-Base und ist alles vollgeklustert mit Shield Batteries. Okay, Baum sucht jetzt hier auch nach einer. Dystopia sucht jetzt auch jetzt hier nach einer weiteren Basis, weil er sich denkt, naja, warum bleibt er, also sieht ja gar nicht so gut aus für Baumesbaum. Warum bleibt er hier noch gemütlich drin, weil vor allem die ersten Mineral Patches jetzt auch kaputt gehen. Und dadurch, dass das hier in Anführungszeichen eine frische Basis ist, wird jetzt hier eine ganze Weile langsam wird Dystopia dann irgendwann in den Minerals nach vorne kommen. Ich dachte schon, es wäre mehr. Aber spätestens, wenn das zweite Feld hier kaputt geht und das dritte, hat sich das erledigt. Einheitenmäßig 4 zu 5 und jetzt werden Phönixe von Baumesbaum gebaut. Ich meine, das Problem ist halt, dass also Voidray gegen Voidray, Phönix gegen Voidray, dass Voidrays halt mehr bursten können und das brauchst du bei den Shield Batteries. Phönixe bursten nicht und dann kommst du halt durch eine Shield Battery nicht durch, wo es halt Voidrays gegen Voidrays machen können. Das ist so ein bisschen, warum eigentlich dann Voidray, warum das zum Voidray-Stacking dann gerne kommt in so einer Situation. Aber jetzt müssen wir noch, wir gucken mal auf die Units. Wir haben 4 zu 6, wenn jetzt noch 2-3 Phönixe dazukommen und 4 Phönixen, sollte es doch eigentlich ganz klar für Baumusbaum ausgehen, vor allem in der Nähe der Shield Batteries, wo man schnell mal was rausfokussen kann und wieder zurückfliegt. Ja, Baumusbaum wird auch mit dem plus 1, ich kenne jetzt nicht genau, es wird einen Vorteil geben, wie groß der ist, das kann ich nicht einschätzen. Aber Dystopia selber ist ja auch nebenbei noch selber am Tacken in anderen Richtungen.
Er hat zwar jetzt einen Shell-Battery, gefällt mir aber auch ehrlich gesagt nicht so gut. Lässt sich der Pilot einfach ziemlich leicht auch rausnehmen dafür. Das Toppy hat, glaube ich, gemerkt, dass da Phoenix am Start sind und ist gar nicht mehr so aggressiv. Weit hinten. Eigentlich können die Phoenix auch einfach mal rüberfliegen. In so einem Moment 3-4 Worker rausnehmen und gut ist. Genau jetzt zum Beispiel. Genau das passiert auch. Genau in dem Moment, 6 Phoenix, die fliegen jetzt hier rüber und werden sich diese Basis mal annehmen und nehmen natürlich jetzt einen Worker nach dem anderen und das Top, er kann einfach gar nichts dagegen tun. Fliegt jetzt auch einfach wieder zurück, verliert vielleicht einen der Phoenix. Ja, das passiert ja auch. Aber das ist gegen den Schaden von 8 Workern ziemlich egal. Weil dadurch er natürlich jetzt hier sein Income-Tab wieder in die andere Richtung bewegen kann. Es würde mir sogar gefallen, wenn er jetzt irgendwie hinkriegen würde. Ja, sehr gut, das ist ein Free-Win als solches. Den nimmt man gerne mit. Ja, es würde mich irgendwie freuen, wird natürlich ein großes Risiko sein, falls er das wirklich macht. Aber wenn er noch Fleet Beacon und dann noch Range-Upgrades zu, dann würde ich sagen, dann sind die Leute richtig am Arsch. Aber dann können dann auch einfach rüberlaufen. Oh, ein Waypoint-Fehler. 2 Phoenixe umsonst verloren. Kriegt den gegnerischen Phoenix dafür. Wie sieht sein Unit-Tab-mäßig aus? 8-4 und dafür aber 7 Phoenixe. Ich würde mir sagen, mit dem plus 1 müsste eigentlich die Phoenixe mittlerweile gewinnen, oder? Wie gesagt, der Damage-Output ist erstmal stärker von den... Also der Burst einfach von mehr Phoenix für Voltress ist besser und ich glaube, vor allen Dingen bei so kleineren Anzahlen wirst du halt sehr viel Damage Reduction sozusagen machen, indem du einfach zuerst die ersten paar Phoenixe rausnimmst, bevor der erste Void Ray fällt. Und das snowballt, glaube ich, in den schnellen, solange kein Shield Battery im Spiel ist, einfach zu sehr. Aber ich sehe da schon, dass das irgendwann halt sich drehen könnte. Also das Dystopia Phoenixe baut, das verstehe ich nicht, weil den Phoenix gegen Phoenix Fight wird er garantiert verlieren. Jeder Phoenix ist hier eigentlich fehl am Platz. Macht zwar mehr Damage gegen die Phoenixe, aber du tankst halt viel besser mit Voltres gegen Phoenixe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Finde ich hier wieder einen einzelnen Worker. Also Baumusser, finde ich, macht es aus der Situation eigentlich relativ gut. Hat sich eine zweite Basis etabliert, 10 Worker dran. Ich würde mir hier noch ein drittes Gas wünschen und ein bisschen Worker-Production. Nicht unfassbar viel, aber so ein bisschen. Und man kriegt hier schon wieder die nächste Einheit aus dem Stargate. Und ja, jetzt ist natürlich Zeit für das Fleet Beacon. Bei so vielen Phoenixen gegen eine Air-Armee brauchst du es eigentlich Pflicht, seien wir ehrlich. Ja, Baumusbau hat natürlich jetzt eine riesen Vorteil, was Phoenixe halt haben, ist, dass er die Mobility hat. Darf eigentlich den Gegner nicht so durch die Gegend wandern lassen. Einfach immer direkt dann auf seine, okay, du verlässt deine Base. Ich klatsch mir einfach alle deine Probes. Weil wenn die Armee einmal dran ist, wie gesagt, ist schwer einzuschätzen. So langsam produced Baumus bauen auch Dystopia. Deswegen denke ich, wird auch einfach bald dieser... Oh, jetzt sucht er den Kampf, geht hier drauf. Da wird der Fehler wieder gemacht. Macht keinen Bonusschaden, ne? Gegen Phoenixe, nur gegen Armored, das ist so der Heavy? Nur Armored. Das heißt, du machst einfach deine Einheiten langsam, machst dadurch doch noch einen Phoenix for free verloren in dem Fall, weil deine Voltress nicht schützt. Vor allem für den Voltray gegen Voltray-Fight verlierst du deinen Vorteil. Ja genau, jetzt wirst du eigentlich mit den Voltress angreifen, oder? Und dann Overcharge und drauf. Ich meine, Baumesbaum muss es nicht riskieren, aber es wäre, wenn man jetzt eine Konfrontation haben möchte, dann wäre das jetzt keine schlechte Situation, aber man kann auch einfach nur ihn dodgen. Oh, jetzt gibt's den Fight. Wie du schon sagst, er verliert hier mehr oder weniger alle Worker, er zieht sich sofort zurück, man probiert die Phoenix hier davon zu hindern, in die Mainbase zu kommen, verliert einen dafür. Dafür kann jetzt ein Gas rausgenommen werden, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Setup. Oh, hat sich selbst angegriffen. Da kommt auch das Fleet Beacon. Ja, Stalker in dem Fall gar nicht so schlecht, mir ein bisschen reinzupoken. Kann natürlich von den Phoenix nicht direkt angegriffen werden. Das Sentry wäre hier jetzt natürlich cool. Auch ein paar mehr Shield Batteries. Hier müsste man nur ein bisschen mehr in Static investieren, damit einfach es nicht angreifbar ist. Aber ja, Dystopia traut sich nicht rein. Und jetzt haben wir langsam ein richtig krasses Problem, ne? Wir haben hier Doppelgas jetzt Production auf der Seite. Ja, nicht ganz voll saturiert, aber trotzdem mehr als hier diese 12 Worker. Vor allem, wenn wir überlegen, dass hier in der Main noch ein bisschen was abgebaut wird. Range jetzt auf 50% von den Phoenix, ne? Ja. Und ich fühle mich Wings of Liberty zurückerinnert. Ja, wenn die Phoenixe halt mehr Range kriegen als die Voltress. Jetzt ist es noch so, dass die Voltress, ich glaube, einen Range mehr haben.
am 6. und Phönixe gehen von 5 auf 7 hoch und dann hast du auch nicht mehr dieses Problem, dass du, wenn du reinpokst, immer mehr Schaden fast nimmst. Dann können sie dich einfach zu Tode poken, vor allem mit so vielen Phönixen. Ich glaube, da kommt einfach die Erfahrung vom Baumesbaum mit Phönix gegen Phönix. Von früher. Ich weiß nicht, wie aktiv Dystopia in der Zeit war. Ich glaube, der war auch eine lange Zeit nicht mehr so aktiv unterwegs. Ich habe den jedenfalls lange nicht mehr gesehen. Oh, es wurde gescoutet. Jetzt endgültig. Ich glaube, und das macht ihn auch jetzt ein bisschen, bringt ihn ein bisschen back to reality. Ich weiß nicht, ob er wirklich gedacht hatte, dass er so behind ist, wenn man natürlich bedenkt, dass er eigentlich das ganze Zeit ein One-Base gegen One-Base war. Aber Baumusbaum hat sehr geslackt, was Island-Production geht. Wir sehen jetzt auch Overmans in so einer Low-Eco-Position, was ich sehr fragwürdig finde. Und wir haben richtig viele Stalker mittlerweile. Man geht jetzt auf Carrier, fühle ich gar nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt mal so vielen Phönixen Voltress wieder gebaut. Dass man sagt, okay, ich habe irgendwie jetzt 16 Phoenix und gut ist. Diese Basis wird man jetzt for free einfach verlieren. Gleichzeitig holt man natürlich hier die Worker raus. Und man darf nicht vergessen, es ist immer noch die einzige Basis von Dystopia. Die krüppeln sich jetzt beide gegenseitig wieder. Ja. Dass der Baumesbaum hier überhaupt plus 2 holt. Also eigentlich holst du dein Tech und dergleichen immer, wenn du halt dabei noch deine Phoenix Production hältst, weil das Wichtigste ist hier eigentlich 80% des Spiels die Phoenixe. Irgendwann kommst du halt zum Stadium, dass die Upgrades dann wichtiger sind. Oh, es gibt einen Recall mit der Hälfte an Einheiten, ne? Das heißt, theoretisch, wenn er es gut macht, mit den Range Upgrades kann er hier eine Menge Schaden rausdrücken, ne? Aber wir haben halt Stalker mit dabei, ne? Oh, sein Tempest, keine Carry, hat den Carry abgebrochen. Ja, ich glaube, er hat so verstanden, dass er. Ich glaube, dass er dass er mit dem Phoenix nicht engagen kann. Ich glaube, wenn das plus 2 da ist, dann schon. Er kann jedenfalls sich eine zweite Basis etablieren. Tut er auch in der Mainbase von Dystopia. Die ist natürlich gut geschützt von der Seite. Ja. Also da kommen jetzt erstmal die Phönixe nicht ran, die Stalker vorbei nicht ran. Es sind auch mittlerweile ziemlich viele Stalker geworden, muss man sagen. Aber 13 Stück. Auch das kannst du eigentlich mit Phönixen fighten, wenn du vor allen Dingen Rapid Fire auf die Gravitational Pull oder wie das heißt, hast. Das ist bei solchen Sachen immer ziemlich wichtig. Aber jetzt kommt erstmal ein Tempest, der sofort gefokust wurde. Jetzt gehen wir mit den Einheiten rein. Jetzt haben wir jetzt den allentscheidenden Kampf und die Phönix zerlegen ja einfach alles, was in der Luft ist. Ja, dafür aber, die Stalker kommen nicht richtig ran, können nicht richtig kämpfen. Da kommt jetzt natürlich auch die Lifts dazu. Hat, glaube ich, schon Rapid Fire dabei. Nimmt immer so 3 Stück gleichzeitig. Man sieht hier, wie er ihn komplett zerlegt. Und das ist das GG und das 1:0 für Baumesbaum. In einem langwierigen Match. Seien wir ehrlich. Das war länger, als man gedacht hat. Ja, aber ich finde die Phoenix-Idee sehr gut. Also, ja, es birgt Risiken. Ich sage ja nicht gleich, dass es einen direkten Autolus ist. Es ist in gewissen Situationen. Also dieses Voidray gegen Voidray ist natürlich auch ein, man paukt sich ganze Zeit gegenseitig an. Das passiert bei so einem Kenrush. Vor allem bei Kenrush gegen Kenrush passiert sowas, dass das dann dabei endet, dass Voidrays sich gegenseitig anknabbern. Aber natürlich, wenn man mit der Phoenix Production durchkommt, die sind billiger, die sind mobiler und du kannst es halt erstmal auf One Base mehr messen. Und wenn halt da der Fokus quasi nicht da ist und du halt die Mobilität dann tatsächlich nutzen kannst, eine zweite Basis auch aufbringen kannst, ne, das birgt dann natürlich andere Vorteile, die jetzt nicht so im direkten Sinne zu sehen sind. Aber ja, das war am Ende von Baumesbaum ziemlich gut gemacht. Empfinde ich genauso. Und damit, mit dieser schönen Analyse von dir. Springen wir hier in die zweite oder auf die zweite Map dieser Partie. Stargazer heißt die Karte und der Sieger des ersten Matches in Blau von TSV Burgdorf oben rechts auf der 2U-Position gespawnt. Es ist Baumesbaum. Und links unten. Unten? Versucht. Links oben. Ja, das ist eine Map, wo ein rechts und links oben gibt's von Team Phoenix in Phoenix Rot. Es ist Dystopia. Mal sehen, wir hatten eben einen Cannon Rush von Baumesbaum. Ist hier ein normales Opener, sowohl von Baumesbaum als auch Dystopia. Erstmal ein Gateway. Direkt der Scout von Dystopia hingegen Baumesbaum hier die Natural schon mal frei macht. Oder die In-House, In-Base Natural, sagen wir es so. Frühes Doppelgas, oder? Direkt doppelt das zu nehmen? Es kommt Gate, Gas, Gas, Gate. Eigentlich immer dran, ne? Okay. Es kommt vielleicht ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen früher an, vielleicht wurde da sozusagen
eine Probe mit dem Gas in der Reihenfolge getauscht, dass halt rein theoretisch jetzt eine Probe ein bisschen langsamer unterwegs war. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ansonsten ist das jetzt alles nicht so dramatisch. Baumsbaum spielt ein One-Gate, was auf der Map ziemlich bekannt ist. Man macht den Pylon an Vault mit den Pylon direkt in die Wall rein, kann es eigentlich ziemlich schnell zumachen und dann sind halt, ja, man macht es eigentlich ganz zu und öffnet dann irgendwann mit einem Pylon. Damit kannst du halt jede Aggression von Two Gates sozusagen aufhalten, weil so eine Rampe ist halt viel geiler. Ich finde den Cybernetics Core ein bisschen spät. Also der von Dystopia sitzt hier bei 80%, hingegen der hier gerade so bei 50, 60 war. Ja, das sollte natürlich nicht so sehr passieren. Muss so ja aber schon eine Shield-Battery bauen, oder? Schon. Wenn du nicht scoutest, brauchst du eigentlich schon eine Shield-Battery, ne? Ja, Shield-Battery sollte man schon bauen. Vor allem, wenn man Adept geht und wenn jetzt noch ein Stargate kommt, was jetzt eigentlich auch so normal der Fall ist. Shield-Battery muss nicht direkt bauen, aber Stargate und dann Shield-Battery. Das sollte schon so ungefähr der Fall sein, ja. Aber dass es halt offen ist, ne? Das gefällt mir nicht so. Ist auch vor allem die Shield-Battery super weit weg. Ich hätte jetzt irgendwie hier vorne erwartet oder so ein Kram, dass du hier vielleicht mit zwei Stalker nochmal so runterpoken kannst. Aber du da willst oben... ja auch nicht angreifbar machen, ne? Weil rein theoretisch kann ja, das Problem hier, sein. Also wenn du sie hier vorne so einen schrägen Pixel so nach unten ja, ziehst. Na, du willst schon. Also vor allen Dingen, wenn du es halt offen lässt, das ist das Problem. Weil rein theoretisch kannst du mit den Adepten ja die zwei Stalker aufhalten, weil deine Shield-Battery dich halt... dein Leben lang healen wird. Aber wenn die zu weit vorne ist, können die Stalker, weil die werden von Adepten halt nur angekitzelt, die ganze Zeit ganz in Ruhe die Shield Battery einfach töten und dann dich töten. Und das willst du halt aufhalten. Dementsprechend muss die Shield Battery halt ziemlich konservativ sozusagen aufgestellt sein. Was du natürlich bei einem Full Wall nicht als Problem hättest. Das stimmt auf jeden Fall. Ah, muss nah genug sein wegen dem Overcharge. True, darauf habe ich natürlich gar nicht geachtet. Das kommt natürlich noch dazu. Der eine Adept hat sie überlebt. Ich dachte schon, der shadet rein. Baumusbaum gut aufgepasst. Baut aber keine weiteren Einheiten. Hingegen, das Stop ja jetzt 3-Gate aggressiv Proxy bauen kann und gleich mit 7 Stalkern auftaucht. Und da kann man dann sich auch mal durch eine Schildbattery durchschießen, ne? Aber ein Voidray mit am Start. Der Voidray. Ich meine, Baumusbaum hat gemerkt, dass das in Richtung All-In geht. Sollte eigentlich, ich weiß nicht, wie viel er gescoutet hat. Oh, da kommt ja einer so ran und rechtsklick drauf. Oh, der wollte das nicht hin, ich wollte das Overcharge und das Game ist in diesem Moment einfach vorbei. Ja, so ziemlich. Es fehlt eigentlich die Robo. Jetzt wollte ich Robo holen und dann genau mit Propol und versuchen mit der Sheet Battery einfach so lange aufzuhalten, bis der erste Immortal da ist. Ja. Aber so kommt er einfach durch, Kid, denn Voidray ist natürlich sehr ärgerlich, dass der da nicht in Range der Shield Battery war. Kann damit ziemlich viel Schaden machen. Es ist ziemlich Game-Ending, kann man natürlich nochmal schauen, ob man irgendwie noch ein bisschen was reißen kann, ob er noch zur Shield Battery zurückkommt. Ja, aber man verliert hier auch einfach alle Worker, also ausnahmslos 6 Worker behind. Das wird nur noch mehr. Und es kommen ja auch weitere Einheiten dazu. Von der Stop, ja, das wird es ja nicht gewesen. Aber jetzt kennt man hier in der Reichweite der Shield Battery. Man kann ja einen Stalker ganz schön gut anknuspern. Jetzt ist die Shield Battery aber leer. Es kommen 3 weitere Stalker mit dazu. Dann kommt auch direkt das GG. Ja, das war natürlich super bitter. Ich hätte mir da eigentlich auch einen Sentry erwartet. Wenn du weißt, es kommt ein All-In. Dass du da ein bisschen Zeit kaufen kannst für dein zweites Gate oder sowas. Ja, das Gas hast du leider nicht. Ich verstehe die Idee. Vor allen Dingen bei der Map, weil man dann mit einem Force Field zumachen kann. Ja. Aber du lässt es nur um 10 Sekunden. Die lässt dich aber mit dem Gas auch ein paar Sekunden. Nicht ganze 10 Sekunden, aber trotzdem halt wird es eigentlich dann die Robo Voidrays und eine Stalker haben. Das braucht schon viel Gas. Es kann auch sein, dass du recht hast, dass das tatsächlich dann besser ist. Ich kenne die Situation auf der Map nicht, weil ich One Gate despise im PvP. Und auch immer solche All-Ins mache. Aber meistens mit der Robo dann. Aber ja, das ist, ich fühlt sich so an, ich kenne das als Defense, dass man dann halt sehr viel gas-hungry ist, weil man halt eigentlich willst du eh Immortals haben. Musst aber, um zu überleben, erstmal 1 bis 2, wenn nicht sogar 3 Voidrays haben, um das zu defenden. Und deswegen wird es dann immer mit dem Gas ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, aber
haben wir es jetzt soweit. Wir sind auf der Cannon Rush Map gelandet vom PvP, die zum Gott sei Dank jetzt nicht mehr im Pool ist. Mal sehen, ob das einer von den beiden realisiert. Schauen wir mal. Oben links auf der 11 Uhr Position gespawnt in Rot von Team Phoenix. Es ist das Top hier. Und rechts unten fühlt er den Cheese, fühlt er ihn nicht. Er fühlt sich jedenfalls blau. Es ist Burgdorfs Baumesbaum. 1-1 steht zwischen den beiden und beide spielen Gateway. Ah, ist ja langweilig. Ja, auf dieser Map. Weil ich bin irgendwo froh, nicht mehr diese Map zu spielen. Ja, im PvP bestimmt nervig. Ich mochte sie persönlich eigentlich ganz gerne, weil sie ein bisschen was anderes war. Ich bin eigentlich kein Riesenfan von In-Base-Basen. Aber dadurch, dass hier ein Gas fehlt und dazu noch zwei Mineral-Patches fehlt, fand ich es ganz cool, dass man dadurch ein paar unterschiedliche Builds spielen kann. Ja, ich mochte die. Ich finde allgemein, der letzte Map-Pool ist meiner Meinung nach, also mit Moondance und Stargazers und so weiter, einer der interessantesten und besten Pools, die wir jemals hatten gewesen. Also allgemein finde ich die Map jetzt auch nicht schlecht. Ich bin nur im PvP. Ja, kann ich verstehen. Aber so overall... Es hat auch Spaß gemacht zu Cannon Rush, muss ich sagen, auf der Map, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast. Ich fand den einen Map-Pool noch geil, oder weiß ich leider nicht mehr, wie die Map heißt. Aber da waren auch sehr viele gute Maps drin. Das war eine Map, die wie so eine... Also war Highground bei dir natürlich. Dann gab es einen Highground niedriger, also eine sozusagen deine Base war auf Stufe 2. Dann die meiste Map war auf Stufe 1 der Höhe. Und dann gab es in der Mitte wie so ein Loch, also Stufe 1 war wie so ein großes O. Und dann war in der Mitte ein Loch und dann links und rechts auch sozusagen nochmal Stufe 0, also nochmal einen Ground tiefer. Und die Map war richtig, richtig geil. Die war auch richtig gut. Da waren im Map-Pool sehr viele, sehr geile Maps dabei. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich glaube, da war auch noch die Wasser-Map drauf, die viele mochten. Abyssal Reef. Die war in dem Map-Pool, glaube ich, auch drin. Da waren auch viele sehr, sehr gute Maps dabei. Ja. So. Nee, weiß nicht mehr. Ja, ich besuche das mal irgendwann später raus, wenn wir in die nächste Partie gehen. Bounceborn, Double Adept und Violet Council, da schreit es bei mir eigentlich immer direkt nach Dark Templar. Ja, true. mal sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird und ob Dystopia das sehen wird. Er spielt selber Stargate mit 2, sogar 3 Stalkern und will dann expandieren. Ist natürlich dann auch eine ziemliche Investment. Man müsste jetzt, ja, der hat mit den Probes auch aufgehört zu bauen, weil sonst kannst du dir das alles nicht leisten. Erst wenn du den Nexus baust, wunderbar. Shield Battery, ja, vielleicht ein bisschen früh, aber kann man machen. Oh, es werden aber tatsächlich Adepts. Oh, und es kommen 2 Adepten sogar in die Main Base und das Top jetzt zieht einfach direkt schon mal. Finde ich gut. Ja, lassen sich anbrennen okay. Und Baumsbaum Focus Fire nicht so perfekt. Kriegt trotzdem hier 3 Worker for free, ist wieder raus. Das war schon mal ein guter Start in den Tag. Da hätte schon sehr viel mehr gehen können, aber na gut. Kommt jetzt nochmal mit den Adepten ran. Ich frage mich, was ein Follow-up sein wird, weil man kann rein theoretisch auch sozusagen die ganze so 6 Adepten reinbasten und dabei auch noch die Teams spielen. Das ist von Tech alles möglich. Was von Zeitaufwand jetzt auch nicht so anders wäre. Finde ich vielleicht eine bessere Build. Auch hier, diese Build bin ich nicht so konform, kenne ich nicht so. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal Glaives gesehen habe. Vor allen Dingen so One-Base Glaives, was dann einen sehr, sehr delayten Natural hat. Ich meine, bei 4 Minuten. Eigentlich ist der letzte Moment 3 Minuten, wenn du halt eine Natural baust. Oh, meine Güte, was ist denn hier denn los? Ja, es geht jetzt hier auch an die Worker, aber das ist ein Shield Battery und auch ein Oracle. Das heißt, hier wird man nicht viel kriegen, außer natürlich Worker-Schaden. Die Frage ist, wie viel Worker-Schaden? In dem Fall sind es jetzt 5 Worker. Ja, 5 Worker für 6 Adepten. Ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat, ehrlich gesagt. Nee, das hat sich nicht gelohnt. Ah, vor allem diese Wall wurde ein bisschen verkackt. Sehe ich gerade. Das ist 2 Gateways haben eine Lücke zwischen sich. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Ja, okay, jetzt nochmal zu committen, bevor Glaze fertig wird, war eine interessante Entscheidung. Vor allen Dingen in einer Situation, wo Dystopia selber noch nur auf One-Base gespielt hat. Das heißt, eine Army musste nicht mehr gesplittet werden oder dergleichen. Also schon ziemlich ärgerlich von der Position her. Das ist der längste Warp in aller Zeiten. Die 2 Stalker ja. Hier.
Na, jetzt versuchen wir es nochmal. Und damit wir mehr Erfolg haben, kann man hier schon mal ein paar Probes rausnehmen. Er kann sich wieder nicht entscheiden. Aber meine Kritte einiges geschafft. Diesmal 7 Worker gekillt. Shaded wieder raus. 8 Worker. Und noch einen 9. Shade geht durch. Verliert keinen. Hat ihn abgebrochen. Wollte wahrscheinlich Mindgames spielen. Aber die Worker sind eh zurückgekommen. 14 Worker down. Gleichzeitig auf der anderen Seite. Jetzt ist Oracle drin, was einfach gar nichts macht. 2 Lampen auf dem Low Ground. Wo aber gar keine Worker sind. Weil dafür ist es noch zu früh. Baum hat noch nichts gebaut hier. Economy-mäßig. Und ja, insgesamt. Wie bei Dystopia. Ja, ich meine, da den Shade abzubrechen, war natürlich völlig die richtige Entscheidung. Alle Probes wurden ja von der Nature hochgezogen und da wäre nichts gewesen, da nochmal ein paar Probes rauszunehmen. Wenn du halt dabei deine Adepten verlierst, ist es nicht so schlimm, weil mit Glaives bist du einfach so viel schneller unterwegs, die Worker zu killen. Da tradest du einfach sehr viel effizienter. Das war alles richtige Entscheidung. Würde jetzt sogar sagen, dass Baumusbaum ahead ist. Um sozusagen der Vorteil, ich meine, wurde zwar Oracle, solange hat Oracle noch überlebt, ist das immer gut, weil Scouting ist immer gut, die Möglichkeit zu Harrison ist immer gut, aber am Ende, Baum ist Baum, eigentlich eine ziemlich gute Situation. Ich finde, das Doppel hat ja echt gut Vision aufgebaut in dem Fall. Er weiß mehr oder weniger, die beiden, ich sag mal, natürlichen dritten Expans sind geblockt in Sichtweite. Das Oracle ist am Leben. Er kann jederzeit jetzt zu einer anderen Basis rüberfliegen. Kann, wie du schon gesagt hast, in die Mainbase scouten. Hingegen Baum ist Baum. Klar, der Observer ist gerade fertig geworden. Aber ansonsten ziemlich planlos hier auf der Map rumsteht. Es steht irgendwo mal eine Probe, die aber auch nichts wirklich macht. Von daher, das Top macht aus seiner Situation das Beste, was er halt gerade kann. Es ist eigentlich sogar besser, die Dreiecksbasis, die dritte, also nicht die Pocket Base zu nehmen, weil du einfach damit auch verhinderst, dass man von der dritten Basis in deine Main Base rein blinken kann. Ja. Und kannst halt dabei nicht gleichzeitig deine Drüsse selber defenden. Deswegen ist das eigentlich gang und gäbe, dass man das tut, dann hat man das Problem aber nicht. Aber schon mal öfters angesprochen, vor allem im PvP ist das hier natürlich eine Map mit den Dead Spaces für Flying Units auch ein bisschen anstrengend. Da würde ich mir sogar von Dystopia wünschen, noch einen zweiten Oracle zu haben. Klar, es ist viel, viel Geld und ob sich das wirklich lohnt, wäre dann natürlich ein Gamble. Aber hier hast du halt viele Möglichkeiten, durch die Gegend rein zu harassen, in vielen Situationen reinzugehen, dass man das nicht immer alles deffen kann, aber wenn Baum ist Baum das jetzt sieht, kann einfach reinblinken und dieses Problem für immer lösen. Da kommt das Reveal und der blinkt der letzte Schuss! Hey. Brech. Hat's gefehlt. Ja, aber overall, Baum ist Baum, halt hier 11 Worker ahead, dritte Basis jetzt fertig. Kann er mehr oder weniger auch direkt saturieren, weil der Mainbase natürlich einiges schon outmined ist. Und dem geht's gut. Der techt jetzt weiter, kriegt Charge, kriegt +1, kriegt weitere Gateways. Ich würde mir gerne einen anderen Tech wünschen, noch dazu. Seien's Immortals, seien's Arkans, aber auf jeden Fall noch was dazu, zu Gateway, also das heißt, zu Gateway-Tech, zu Stalkern, Zealots. Und Adept. Ja, es kommt ja schon mal Charge. Seiten von Baum ist Baum. Das ist schon mal ein Anfang. Du kannst natürlich Low-Tech bleiben und halt krass expandieren. Das ist aber mir hier auch noch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Dann halt mit Zealot Stalker sozusagen Overwhelming spielen, bevor Dystopia sozusagen. Warum sage ich die ganze Zeit sozusagen? Dass er mit Immortal Archons und Disruptor eine Defense so weit aufgebaut hat, dass man halt damit nicht mehr durchkommt. Ganz kurz, ich habe eine Frage, weil ich hier 17 Worker sehe und es gleich 18 werden auf diesen Patches. Würde sich hier Long Distance Mining lohnen? Mit den 6 Workern von da und den 2 von hier? Ich meine, rein theoretisch kannst du ja bei jeder Base 24 hochgehen, beziehungsweise hier wären es 18, um halt überhaupt keinen Benefit mehr zu haben. Rein theoretisch könnte man sagen, dass man die Shortest, dass man nur den dritte Probe reinnimmt für die weiteren weiten Mineralien. Mhm. Das lohnt sich mehr als Long Distance auf die Shorten. Jedenfalls bei der Natural. Ich glaube, die dritte ist sogar noch so weit weg, dass sich das immer noch nicht lohnt, dass du dann lieber nur diese 50% Mining-Stärke von der dritten Probe haben möchtest, als die Long Distance Mining. Alrighty. Ich hoffe, ihr merkt es und saturiert jetzt gleich fleißig. Diese 8 Worker würden Wunder wirken hier an der vierten Basis. So, +2 wird angedrückt. Wir haben das Robotics Bay. Das heißt, ich nehme an, wir kriegen jetzt gleich das Drop da. Da kommen sie auch.
Und da ist dann der Tech, den ich will, angesprochen habe, ist jetzt am Start. Blinkstalker des Disruptor ist ja Standard im PvP, würde ich meinen. Oder war es eine Zeit lang, sagen wir es so? Die Immortal Charge Lord Archons haben immer noch eine unglaubliche Stärke in seinen Timings. Man ist jetzt nicht mehr so, weil man das bei den Stalker Disruptor Spielen einfach mehr herausgefunden hat, wo die Schwachstellen sind, kann man da nicht mehr so blind reingehen, weil gewisse All-Ins dann halt, bevor Disruptor wirklich da sind, man auch ein bisschen mehr herausgefunden hat, wie man da reingagen kann und das Spiel beenden kann, weil Disruptor schon ein guter Text sind, den man auch erstmal investieren muss. Du brauchst da schon mindestens so 4, 5, 6 Disruptor, weil sonst kannst du die einfach raussnipen und der Gegner hat einfach eine größere Armee. Und deswegen ist man da mit diesen Disruptor-Switches eigentlich eher vorsichtiger. Aber gut, wenn du halt damit durchkommst, ist das auch in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, in dem Fall. Ja, wenn beide sich ja drauf eingegangen, wenn beide sind ja auf Disruptor eingegangen und damit hat sich das erledigt, muss der eine ja den anderen nicht zuerst killen. Oh, da muss man mal aufpassen. Eins und einer drippen jetzt hier rein in Disruptor. Der erste Schuss kommt, der Blink trifft den anderen Disruptor. Und der Fight sieht sehr, sehr gut aus hier für Disruptor. Wohl Baumesbaum so lange hätte es. Oh, der nächste Mann, ich schoss, aber wunderschöner Blink. Kriegt aber einen Disruptor for free dadurch. Und jetzt kommt der Attack. Man hat ein paar Shield-Batteries defensiv. Da kommt nochmal ein Disruptor dazu. Oh. Nach vorne geblinkt und beide hier einfach rausgesniped. Wunder, wunderschön. Sind hier unten Shield-Batteries am Start? Sind sie. Aber wir haben einen Disruptor zu keinem Disruptor. Das Baumusbaum muss hier aufpassen. Also die Fights hat das Stop hier viel besser genommen. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite hier aber einen Warp-In von Baumusbaum. Und er muss gerecallt werden. Und das muss gerettet werden. Aber auch hier in die Mainbase direkt wieder rein. Die Charge-Shots am Start. Die hier einfach 11 Worker rausnehmen. Und dann sind wir natürlich wieder beim Income angesprochenen Income-Tab. Das sieht halt grausig aus für das Stop hier. Das stimmt, das stimmt. Ja, Baumesbaum musste jetzt seine fünfte Basis ja abbrechen, während Dystopia seine vierte erst so wirklich ins Laufen gekriegt hat, so langsam. Hier sind, ja, müssen ja Probes wieder zurücktransferiert werden aus der Mainbase, glaube ich, wurden die hier reingezogen. Also wir haben direkt den nächsten Kampf. Dystopia läuft wieder zum Platz der fünften Basis. Dafür auf der anderen Seite wieder die Charge-Shots am Start, die auch sofort anfangen zu kämpfen, zusammen mit der Shield-Battery ein bisschen was rausnehmen können. Wir haben jetzt sehr viele Charge-Shots mittlerweile auch am Start, die ein bisschen Schaden tanken können. Die Disruptor und der eine Schuss schon mal sehr, sehr gut. Und viel mehr trauen sich beide noch nicht dafür. Jetzt mittlerweile 17 Worker down. Und dieser Fight muss jetzt eigentlich hier von Dystopia gefunden werden. Er kann hier nicht nochmal zurückfallen. Und die Disruptor laufen nach vorne. Zwei Schüsse jetzt gleichzeitig auf die Disruptor. Und Baumusbaum und er verliert alle. Oh mein Gott, aggressiver Blink nach vorne. Jetzt kann aber dem einen Disruptor auch nicht mehr ausgewichen werden. Das hält sich also hier wieder in Grenzen. Die fünfte Basis muss abgebrochen werden. Der eine Disruptor von Dystopia läuft wieder zu weit nach vorne. Der hat hier so ein bisschen einen Timer. 40 Worker mittlerweile down von dem nächsten Warp-In von Baumusbaum. Und der sagt sich natürlich, ey, ich hab Minz, ich kann hier gar nichts ausgeben. Ach, die T's werden reingewobbt in die Mainbase. Die T blinkt mittlerweile am Start. Läuft mit der ganzen Armee zurück. Es geht einfach auf die Infrastruktur. Du kannst mich eh nicht fighten. Also kill ich dir einfach deine Gebäude. Was ist los? Archus ist noch nicht mehr fertig. Es wären natürlich jetzt Bäume gewesen, wenn man diesen Observer rausgenommen hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob Dystopia so noch so einen Observer in der Armee hat. Nee. Aber gut. Doch, er wurde gesniped, der Observer. Wir haben keinen Observer auf der Karte. Ja, aber die Robo baut ja gerade ein. Ich glaube, die ist in den Netrun, wenn ich das richtig er findet in den DTs einfach absolut alles. Das Spiel ist vorbei. Das ist GG. Oh mein Gott. Oh, was für ein Ending. Die ganze Zeit Tanzer mit Disruptor und Blinkstalkern links und rechts herum. Und dann oben laufen einfach die DTs rein und schnetzeln einfach alles weg. Eieieiei. Ah, die T-Good-Unit, würde ich sagen. So, das war Spieltag 4 in Gruppe 4. Ich werde jetzt einmal natürlich zur aktuellen Version wechseln. Und dann Maralikos ist ja hier am Start, der hat ja alles geupdatet. Ich warte jetzt mal noch eine Sekunde für ihn, dass er das Ergebnis dieser Partie einträgt. Aber das heißt, du kannst dann auch online kommen. Und wir können jetzt hier zusammen die weiteren Replays uns angucken. Wunderbar. Spieltag 5 und wir fangen an mit Baumesbaum gegen Derastat. Aber jetzt erstmal resette ich mal die Ergebnisse.
Oder refreshe, nicht resette. resette die alle. Alles klar, und... Marilikos, warte noch eine Sekunde. Alles gut, nicht schlimm. Doch, ganz schlimm. Okay, es ist schlimm. Main sagt, es ist schlimm. Ich merke gerade, dadurch, dass jetzt oben live dazugekommen ist, ist das Fenster ein wenig verrutscht. Einen Moment. So, ich glaube, jetzt ist es drin. Ich guck einmal. Fische. Ja, nee. Aerocools Win fehlt auch noch. Alles entspannt. Die Sekunde können wir uns nehmen. Was aber schon drin ist, wo wir natürlich drauf gucken können, ist einmal Mechanics und Dystopia mit 1-3 jeweils. Haben dadurch natürlich jetzt eher nicht mehr die Chance auf die oberen Plätze, bis jetzt auf Platz 1, denn Aerocool. Achso, der ist schon drin gewesen. Ja, natürlich. Nee, warte mal. Nee, da müsste doch 4-0 sein, der Aerocool dann. Ja, und Illustrator müsste 2-2 sein, rein theoretisch. Aber das hat er vielleicht noch nicht mal reinbekommen. Doch. Das ist ja automatisch generiert, was ja. Ich habe. Ich schon letztes Mal. Braucht manchmal einen Moment. Ja, ist wahrscheinlich bei mir der Cash oder so, der nicht aktualisiert. Ist auch nicht so wild. Die beiden haben jetzt sozusagen eh nicht gespielt. Baumus von Moderastadt dann mit 2-2 hier am Start. Jeweils. Und das heißt, im ersten Spiel Baumusbaum gegen Derastadt, das wir jetzt uns angucken, geht's darum, dadurch, dass Illustrated hier 2 Death Loses hat, geht's mehr, doch, es geht um den 2. Platz. Kann man straight up so sagen, weil Dystopia wird, selbst wenn er gegen Aerocool gewinnt, mit 2-3 und Mechanics kriegt den Death Win, auch mit 2-3, wenn die trotzdem sich die letzten 3 Plätze teilen mit dem Verlierer von Derastadt gegen Baumusbaum. Alrighty. Und dementsprechend steppt mir hier mal nicht weg. Fangen wir an mit Derastadt gegen Baumesbaum. Muss annehmen. Ja, so. Ihr hört den Sound, ihr hört den Countdown. Die erste Partie vom letzten Spieltag in Liga 4 fängt jetzt an. Wir befinden uns auf Grasvan LE und oben links auf dieser sehr komisch aussehenden Map, die ich noch nie gesehen habe, der 6 Spieler von Team Phoenix. Es ist Derastadt. Und rechts unten bangt um seinen Ligaplatz. Sind wir, nee, doch bangt vielleicht doch ein bisschen. Das werden wir mal sehen. Es ist der Burgdorf-Spieler, Baumusbaum. So. Beide bangen, also für beide geht es jetzt mit diesem Sieg um Platz 2, um die Relegation in Liga 3. Baumusbaum könnte auch nochmal in die Relegation runterdroppen. Also Illustrated würde insgesamt auf 2-3 runtergehen. Genau, Mechanics selber wird ja einen Win kriegen, wird auf 2-3 dann auch liegen. Genau, es geht also, der Gewinner hiervon geht in die Relegation nach oben. Und der Verlierer könnte, je nachdem, wie man verloren hat, in die Relegation sogar nach unten gehen. Sogar, wenn man hier 0-2 verliert zum Beispiel. Oh. Also deswegen, super wichtiges, super spannendes Match in diesem CVP. Stimmt, ja. Das rein theoretisch, der Gewinner wird den 2. Platz kriegen. Genau, und wir haben Gas vor Pool, vor Hatchery, die auch weiter geblockt wird. Das ist so ein Ding, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen als Protoss. Er sieht zwar jetzt hier die Basis, aber irgendwie wäre mir das nicht geheuer. Und wegen so spät hier eine Hatch. Eieiei. Das ist aber alles, ehrlich gesagt, nicht so dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, wenn man die Hatch sieht. Viel schlimmer ist es, wenn man die Hatch nicht sieht. Ja, ach. Ja, wenn man nicht weiß, ob die Hatch jetzt irgendwie ist, die kann natürlich jetzt, sagen wir mal, auf einer 4. Position sein oder die 3. Ja. unten und man konnte es nicht checken, weil die Zerglinge schon da sind. Und dann weißt du jetzt nicht, wird das eine Proxy-Hatch oder was genau wird das?
Ja, ein Pool First bedeutet eigentlich immer Roaches. Rein theoretisch kann man in so einer Situation, kann ich jetzt nicht unglaublich bestätigen, ich habe es immer mal wieder ausprobiert, dann hat es funktioniert, weiß aber nicht, wie weit das gut geht, ein Core First zu spielen, um halt einfach früheren Tech zu haben, hast ein frühes Stargate und der Void Ray kann dann ein bisschen früher am Start sein, aber das sollte nicht so unbedingt passieren. Ich meine, Adept wird gleich da sein, aber trotzdem müsste es, glaube ich, schon ein bisschen poolen, wie ich meine. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Es wird jetzt hier auch der Adept angegangen, ist halt surrounded von beiden Seiten. Dadurch stirbt er hier auch einfach ohne Probleme. Es kommen jetzt auch ein paar Worker dazu, die erst kommen wieder hier so reingedrippelt. Und sterben ja halt einfach for free. Eine Shield Battery wird dazu gebaut und Mike steht ein bisschen mit Mineral Walk hin und her. Kriegt die Zerglinge relativ low. Jetzt mit dem Depp, der am Leben ist, kann natürlich ein bisschen mehr Schaden machen. Zwei Zerglinge kommen nochmal dazu. Speed ist jetzt durch. Dadurch kommen jetzt die zwei Zerglinge hier wieder in die Mainbase rein. Und gleichzeitig sind die ersten Roaches und Ravager auf dem Weg. Die Shield Battery wird durchkommen. Die wird man nicht abbrechen können. Aber das ist natürlich jetzt eine Kacksituation für unseren Protoss-Spieler hier. Ja, das macht es jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Man hat jetzt hier überhaupt nicht gedeckt, das heißt, es müssten jetzt eigentlich Stalker gekonoboostet werden. Solange man halt wirklich auf dem Schirm hätte, dass das überhaupt hier ein All-In wird, ne? Weil ich glaube nicht, dass einfach der Roach-Push hier anticipated wird, beziehungsweise die Ravager. Das ist, ich glaube, hier... Oh, nee, aber nicht, ich bin dumm. Alles gut. Man muss das hier mit Shield Batteries und Void Rays dann irgendwie am besten zu verteidigen, aber hier müsste man natürlich auch... Ja, in irgendeiner Weise noch mehr Shield Batteries haben, weil jetzt kommt hier eine Masse an Einheiten und die Sentry, die da kommt, wird leider überhaupt nicht helfen können. Ich finde lustig, wie du sagst, du musst es mit Shield Batteries und Void Rays halten und wir haben weder aktive Shield Batteries noch Void Rays. Ja, am besten hält es. Aber klar, man kann natürlich auch sozusagen gleich in eine Stalker Production gehen auf Two Gates. Ist auch eine Variante, aber so oder so, es fehlen die Shield Batteries. Dass man auch da mit dem Link durchkam, ist natürlich sehr ärgerlich. Dass man die ersten Adepten verloren hat, ist sehr ärgerlich. Da kam hier so einiges so zusammen. Ich glaube, guck mal auch, wie relativ knapp das ist, wenn du da zwei Adepten oder drei Adepten mehr hast, die eine Shield Battery hier nicht verlierst und die auch nicht so low geht, dann hältst du hier noch eine ganze Weile durch. Wobei natürlich immer noch der Punkt ist, du hast halt den Twilight Council Tech, weder Robo noch Stargate, also keine Kampfeinheiten, die dir aktiv was bringen. Und dadurch ist es eigentlich schon immer eine relativ schlechte Situation und Position, in der du dich befindest. Ja. Das stimmt. War einfach verzockt. Ja, da wurde man mehr oder weniger durch den Bildwahl einfach gecountert. Und ich merke, Derastat schon sehr cheesy unterwegs. Also vorher zweimal 14 Gas, 14 Pool. Jetzt einen Roach Ravager oder Ravager Ling All-In hinterher. Ich meine, es war ja letzte Saison auch schon ziemlich so unterwegs. Weil auf jeden Fall früher haben wir Meltdown, Derastat und Aeon Blue mal viel gespielt, als Aeon Blue noch nicht ganz so gut war. Und das war auch immer ein Early Cheesefest, gerade im CVC. Da ist eine Menge Käse durch den Raum geflogen. Dass es bei CBC so ist, da würde ich sogar sagen, würde ich mich nicht mal beschweren. So, oben rechts mit einem schönen Blauschimmelkäse auf der ersten Map. Es ist Derastat. Und links unten kann er mit diesem Gestank umgehen, der Käsigkeit, oder sucht er jetzt hier ein anderes Anti-Schimmel, Anti-Käse-Mittel. Es ist Burgdorf, Baum ist Baum. Apropos Schimmel. Es hat noch nicht geschimmelt. Aber kennt ihr das? Also bei mir meistens nach dem Kochen spüle ich meine Töpfe aus. Einmal komplett. So. Und dann, selbst wenn ich sie nicht sofort abwasche, weil ich es dann irgendwie vergesse, passiert da halt nichts, weil die sind halt leer. Ich habe die mit Wasser einmal ordentlich ausgespült. Wahrscheinlich könnte ich auch einfach in der Situation, wo ich, wenn ich sie eh ausspüle, auch einfach mit Seife und der Bürste schnell nochmal 30 Sekunden später rübergehen und dann werden sie fertig. Aber man ist faul, man will diese 30 Sekunden sich sparen und gut ist. Was mir jetzt passiert ist, also ich habe aus einem dieser Töpfe, die waren unterschiedlich groß, aus dem großen Topf das Wasser nicht rausgemacht und habe dann den anderen Topf mit reingestellt und ich dachte mir, ach so, das sind ja die Töpfe, die halt leer sind, ausgespült sind, da kann ja nichts passieren, das kann ich auch 3 Tage später abwaschen, so drauf geschissen. Jetzt war da halt Wasser drin und ich komme in die Küche heute Morgen und es hat so unfassbar gestunken. Es war so widerlich, ey.
Eieieiei, Leute, wascht eure Töpfe am besten schon beim Kochen aus. Also wenn ihr zum Beispiel ein Nudelgericht macht und die Nudeln sollen ja am besten fertig ziehen in der dazugehörigen Soße, wascht den Topf einfach direkt ab. Es spart euch so viel Ärger. Auch wie Messer oder so, wenn ihr nicht zerschneiden müsst, direkt schnell abwaschen, fertig ist. Dann habt ihr diesen ganzen Ärger nicht und dann ist auch Küchenarbeit in 5 Minuten immer erledigt. Ja, ich sag mal so, vor allen Dingen das Wasser überall raus. Also wenn man, keine Ahnung, zum Wandern oder so gemacht hat oder Nudeln und also wenn irgendwo noch Wasser rumsippt, raus damit. Ja, und wichtig. Am besten alles, wenn du es halt nicht gleich abwaschen möchtest, dann machst du das so, dass alles trocknen kann. Das halt, wenn es alles wenn trocken ist, passiert da nichts. Wenn da halt aber Sachen dran sind, die, wenn die austrocknen, halt schwer abzumachen sind, dann wisch einmal noch mal kurz mit dem Lappen drüber. Ist immer noch nicht spülen. Sozusagen, wenn da so, ne, so Soßenreste oder so. Kurz durchs Wasser mit dem Lappen rüber. Und dann, wenn's wenn du dann lass es trocknen, wenn du halt nicht gleich spielen willst. Dann erspart man sich mit viel, viel Arbeit. Viel Gestank. Ja, viel Gestank. Ja. Mir fällt aber jetzt erst auf, natürlich einfach direkt zu spielen. Dass die Map mich ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt einfach gerade super viel Diablo 3 spiele. Die Map mich an Diablo 3 erinnert. Über mit dem Gold und so ein Kram. Hier ist eine Schatzkiste drin und die ist ja überall verteilt auf der Map. Teilweise so rote Kristalle, die rumliegen. Mit den Bannern hat schon so ein bisschen Diablo 3-Vibe. Ich verstehe, was du meinst, aber bei mir, ich spiele jetzt nicht so viel Diablo, aber es erinnert mich schon daran, wegen den Farben vor allen Dingen. Ja, dieses Braun, also Rot, die Gold. Erinnert mich doch schon ein bisschen an Diablo. Was man so sieht. Aber erstmal gucken wir es an. Gucken wir uns doch erstmal, wann das hier passiert. Wir haben hier ein. Ist das offen? Ein. Oh Gott. Ich glaube, das ist offen. Das fühlt sich offen an, ja. Er testet's. Ich find's super, dass er es testet. Mit dem Worker. Oh, er war sich aber selber nicht unsicher. Er war sich selber sicher. Shade geht rein, gar kein Problem. Sorkos auch am Start. Wir haben hier ein ganz normales Makrospiel. Dritte Basis von Deras, nee, hat ein bisschen spät. Wir haben kein normales Makrospiel. Nee, true. Wir haben Glaive Adept nur. Na, wobei, die Robo ist ja in der Wall, oder sie versucht ja in der Wall zu sein, und ja. Sind keine 5 Gates, sind 4 Gates. Sind wir aber mal gespannt, was der Follow-up ist. Jedenfalls haben wir ein aggressives Spiel. Auch jetzt nicht kein Full-On-Makro-Game. Wir haben jetzt erstmal 10 weitere Drohnen. Nicht viel mehr sollten es noch werden, so 43, 45, glaube ich, ist so ungefähr die Zahl, die man haben sollte. Aua, Dame Worker. Oh, wunderschön muss man sein, der hat sehr viel Damage getankt. Am Ende stimmt er trotzdem. Ja, weil hier einfach keine Schildbatterie ist. Einfach frech. Dafür haben wir jetzt die Glaive benutzt, die auf der Seite der Karte sind, die ein bisschen random rumlaufen. Noch kein Glaive haben, die ersten Zerglinge killen. Wir haben noch keine Roaches auf der Map. Da kommt jetzt der Shade dazu. Gleich sind in der Main Base. Scheint hier nicht so down gegangen zu sein. Wir haben einen Spinecrawler. Die ersten Worker fallen jetzt, aber auch die ersten Adepten fallen in dem Moment. Man geht jetzt hier auf die Queen Tower und probiert natürlich sofort den Swarm Prism rauszunehmen. Die erste Queen stirbt, genauso wie weitere Zerglinge dazu. Man geht aber hier in Spinecrawler Range, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist. Der Shade ist durchgegangen jetzt hier an die dritte Basis. Aber bis jetzt ist das alles noch im Rahmen des Möglichen für beide Spieler, würde ich sagen. Aber die nächste Queen geht jetzt auch hier down. Jetzt die Glaive Adepts können ein bisschen den Schaden abrampen. Da kommen noch 4 weitere Adepten dazu, die noch den Damage machen. Jetzt ist man in der Main Base. Und trifft hier mal auf 2 Roaches. Die, glaube ich, mit den 3 Roaches hier unten jetzt erstmal kurz einen Prozess machen. Auch hier geht Income wieder flöten, weil die Adepten in die dritte Basis reingeschadet sind. Im Fokus jetzt hier die Worker. Kriegt ihr nochmal 2 extra. Am Ende wird jetzt hier aber alles geklärt. Und ich muss sagen, Baum ist noch um 38 Workern. Dritte Basis kommt dazu. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob der Tech weit genug ist. Also wir haben noch keine Forge. Wir haben eine Immortal. Aber fiel mir noch nicht. Ja. Vom Trade her würde ich Deras halt, glaube ich, etwas erhält sehen, dass er das so ganz gut defended hat. Dass jetzt, okay, die T's dann jetzt kommen, also wir wollen ein bisschen die Oldschool-Schiene fahren. Jetzt müsste der Shade auch noch hinterherkommen, wenn man einfach wieder rauskommt. Der Focus-Fire von Boris-Bond, das ist noch nicht so ganz so clean. Da ist eigentlich immer ein bisschen mehr drin, als es am Ende dann bei rauskommt. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, aber. Gut, nicht ärgerlich für Derastat, würde ich meinen. Aber es geht auch weiter mit dem Respawn. Also er verliert trotzdem weiter Worker. Und das lohnt sich dann in dem Fall schon. Also ich würde auch sagen, am Anfang war es für Derastat eher besser. Jetzt langsam shiftet es mit wirklich vielen, vielen Worker-Toten. Insgesamt jetzt 22 Stück. Dass ich sage, oh, warte mal, wir haben hier einen Run-By. Nee, da sind aber genug
Adepts am Start. Also ich sagen würde, dass die Position vom Baum ist wohl nicht ganz gut. Er hat eine dritte Basis saturiert oder nicht saturiert, sondern wie heißt das Wort? Worker da, er kann sie benutzen, kann sie bauen. ist in Workern leicht vorne gegenüber den Serb, das ist immer eine gute Position, hat immer noch Harassment-Möglichkeiten. Und auch Deras hat halt jetzt nicht hart getecht, ne? Hat jetzt nicht 1-1 fertig, ist jetzt nicht hier Richtung Hive unterwegs oder sowas. Aber was auch wichtig war, er hat ihn auch halt aufgehalten, einfach mit seinen Roaches jetzt rüber zu laufen und ihn einfach mal zu killen, weil das die Möglichkeit war schon da. Die Gefahr ist auch immer da, wenn man mit Army halt gegen Economy tradet. Das kann auch ganz schnell schief gehen. Mittlerweile sind aber schon ein paar Immortals da. Drei mittlerweile sogar. Von der Zahl, die Tees sind möglich auch jetzt. Wow! Okay. Das finde ich vielleicht etwas übertrieben. Ja, fairerweise. Aber es waren keine Spellcrawler genau. Da. Genau, ne? Und er hat keinen Overseer. Klar, er könnte den morphen. Aber ihm war wahrscheinlich klar, okay, ich habe jetzt zwei in meiner zweiten Basis. Gleich habe ich nochmal zwei in der Mainbase. Und ich habe schon die ganze Zeit Worker verloren. Und mein Gegner ist auf einer dritten Basis und ist in Worker ahead. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen die Folgerung von wegen, okay, ich verliere jetzt locker nochmal 10 Worker. Und ich bin schon behind in dem Sinne. Ich lasse es vielleicht. Ist auch so ein Mindset, ne, dass jeder Spieler anders geht. Manche Spieler, die spielen es dann aus und wollen sich dann in Ruhe angucken, was bringt die Zukunft sozusagen. Was spiele ich im nächsten Spiel? Und vielleicht kann ich ja noch was retten. Ist ja nicht die höchste Liga überhaupt. Und andere Spieler sagen einfach, okay, scheiß drauf, nächstes Spiel. Ich habe die mentalen Kapazitäten nicht. Ich will hier fertig werden. So, ab ins nächste. Ja, es sind halt immer unterschiedliche Gegnertypen. Ich bin auch immer jemand... Lieber einfach, okay, ich lasse es. So, keine Ahnung, wenn meine Main-Armee gecrushed wurde und ich weiß, ich war das ganze Game schon behind, dann darauf geschissen. Dann gehe ich einfach und spiele das nächste Spiel. Ich muss mir jetzt nicht meinen Kopf zermartern. StarCraft ist anstrengend. StarCraft ist anstrengend, du sagst es. Ja, also, weil Bombus gerade schreibt, ich glaube auch, dass gerade mit dem zweiten DT in die Mainbase wirklich das Game hart geschiftet wäre. Also, selbst wenn keine Worker down gehen, und man nur Infrastruktur oder auch einfach nur, dass die Worker abziehen müssen für gefühlt 30 Sekunden, ist man dadurch halt so krass behind, gerade wenn der Protoss auf even Basen ist, auch guten Tech hat, plus eins schon auf dem Weg war und so weiter. Ich glaube, da sagt er sich halt einfach drauf geschissen, ab ins nächste. Ja. Ich meine, es wäre dann, man könnte, ich glaube, hätte es noch deffen können. Und da wäre man behind, man hätte noch 10 Minuten ein Spiel gespielt, das in keinster Weise Spaß macht und nur anstrengend ist. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, nee, kein Bock drauf. So, unten rechts auf der 5. Position der Spieler von Team Phoenix in Blau gespawnt. Der Spieler, der einfach keinen Bock auf das letzte Game hatte und direkt ins letzte wollte, es ist Derastat. Er hat das letzte geliefert, um in das letzte zu gehen. Da haben wir gutes Deutsch. Der Kreis links schließt oben sich. In Rot, in Burgdorf. Es ist Baum ist Baum. Ja, ich meine, es war ja auch alles korrekt, aber ist schon lustig, ne? Deutsche Sprache und so. So, Deras hat diesmal mit einer frühen Hatch bevor dem Pilot Scout, damit sie nicht geblockt wird. Was ja schon mal von den Spielen, die wir bis jetzt von ihm gesehen haben, schon ein bisschen abweicht. Selber nicht irgendwie frühe aggressive Builds. Ja, die Map fühlt sich auch echt anstrengend an, mit Adepten zu spielen, habe ich das Gefühl. Also irgendwas so auf 3 Uhr Position. Du kannst halt, du musst als Adept-Spieler musst du halt, wegen diesen Rocks wären sie nicht da, dann wäre es anders, aber du hast eigentlich nur eine Möglichkeit hier anzugreifen und mehrere Sachen sagen wir mal ja, potenziell anzugreifen und dann lässt sich das auch ein bisschen besser defenden. Vor allem als Zerg-Spieler, ne? Also, als Zerg-Spieler, ja. Du hast halt überall Creep. Das heißt, wenn du von oben kommst, musst du halt so unfassbar viel clearen, bist immer noch nicht in Range, um irgendwas direkt zu threaten. Das ist halt einfach unpraktisch. Ich kann aber auch verstehen, wenn Baumusbaum sich einfach denkt, ist mir egal. Das ist meine beste Build. Und relativ Lass viele Zerglinge, oder? 6 Stück? Ja, ja, 6 Stück sind schon, fühlen sich schon viel an, aber noch ist das alles in möglichen Rahmen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, 6 Stück. Weil, was willst du mit den 5. und 6. machen, was du nicht mit 4 machen kannst? Ne? Das ist so. Kann da jetzt natürlich ein bisschen sneaky sein und von hinten ankommen.
aber der Stalker ist da. Die ist da mit einer Schildbatterie, die wir vorhin schmerzlich vermisst haben. Auch wenn sie noch ein bisschen braucht. Es geht auch in den Stalker und da kann auch immer zwei Säuglinge gleichzeitig angreifen. Aber am Ende sieht man hier einfach raus, der Adept hat, glaube ich, gegen den Säugling 1-on-1 gekämpft. Und der gewonnen. Hat gegen eine Queen und hat einen Creep-Tumor rausgenommen. Eieiei. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Gerade die ersten Creep-Tumore sind halt so wichtig. Oh, das gefällt mir gar nicht. So rein ästhetisch, dass kein Creep auf die Rampe kommt, sichtbar. Fühle ich nicht. Würde ich die Map allein deswegen als Zerg schon wehtun. Und wir haben wieder Glaives. Ja, wir haben wieder Glaives. Wieder die gleiche Bild. Ja. Finde ich aber auch, also ich meine, wir können ja immer von optimierten Builds und welche Map immer besser ist für gewisse Sachen, aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, mit welcher Build bin ich am stärksten, welche kann ich am besten. Und das ist ja, also wir haben jetzt nicht so eine BO-Variety. Wenn man ja kein Pro ist, dann kann man auch nicht jede BO so gut so trainiert spielen, dass man sich ja eigentlich immer auf etwas einigt, was man sagt, okay, das spiele ich aber halt auf jeder Map. Man muss schon ein bisschen generalisieren, ich glaube, weil sonst spielt man halt, gibt es doch so einen ganz typischen Spruch irgendwie, dass man... Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, nee, den meine ich nicht. Das ist mit diesen, ich fürchte den Mann, nicht den Mann, der 1000 Moves. Ach so, sondern der einen perfektioniert hat, ja. Genau, der den einen Move 1000 Mal geübt hat. So, genau, so diesmal haben wir sehr viel früher Roaches. Die ersten ploppen jetzt schon. Und Spawncrawler, die natürlich jetzt nicht gegen die Adepten helfen, aber gegen irgendwelche geweigen Follow-ups. Und jetzt die vier Queens auch in Position, keine Worker an der dritten Basis. Es geht wieder hier aufs Warp Prism und war ein bisschen übermütig. Verliert er sofort eine Queen und fast noch eine Roach hinterher. Das Schiff ist die Roach. Zerglinge kommen zum Surrounden. Es kommen weitere Adepten mit dazu. Aber es sind sehr, sehr viele Zerglinge. Zusammen mit den Roaches kann man das hier definitiv verteidigen. Die Frage ist natürlich mal, wie viel Schaden kriegt man raus? Und shattet jetzt weiter rein in die Netrium. Bricht den ab. Kriegt den Spawncrawler jetzt hier. Ich finde mal schon, wie wenig Schaden Adepten an Gebäuden machen. Und die Roaches und Zerglinge zusammen nehmen jetzt hier nochmal ein paar Adepten raus. Und es wird hier Derastat hart verteidigen. Ja, also hier, du siehst ein bisschen das Problem. Er kann halt jetzt nur von dieser einen Seite angreifen. Ja. Man hätte von oben angreifen, das wäre besser gewesen. Aber da man halt jetzt die Natural nicht geblockt hat, konnte man halt viel besser jetzt da hochcreepen. Und dementsprechend ist das jetzt alles ein bisschen suboptimal. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass Derastat direkt halt einen Overseer gebaut hat, obwohl wir halt noch eigentlich überhaupt nicht in der Zeit sind für die Tees. Dafür sind wir aber in der Zeit, ein paar Schaben aus dem Spiel zu entfernen. Jedenfalls hat man sie mit 3 versucht und einem ist geglückt. Und eine Queen hinterher, man shadet wieder rein, die Rast muss super aufpassen, ist den Workern wieder behind. Spielt das hier sehr konservativ und verliert wieder eine Queen for free. Und langsam muss ich sagen, wird die Adept-Zahl, wenn die nicht demnächst mal reduziert wird, sehr, sehr gefährlich. Ich würde mir von mir wünschen, von Baumspawn einfach ein bisschen aggressiver zu sein, immer mal die dritte Hedge anzugreifen, weil das ist jetzt so eine Situation, die halt für der Rastat sehr problematisch ist. Der will halt da nicht wirklich rein engagen. Der möchte eigentlich, dass der Adept da reinkommt, dass die Roaches dann alles angreifen können und die Zerglinge schon auf den Gegner. Keine hockt. Vision. Nein! Sorry. Ah ja, alles gut. Keine Vision für unseren Zerg-Spieler. Das heißt, er weiß nicht, dass er gleich in die Mainbase reinkommt. Weitere 4 Stück. Und der trailet hier in der Zeit mit seinen Zerglingen und Roaches gegen diese Adepten an der dritten Basis. Oh, es läuft alles jetzt zurück. Das heißt, hier geht jetzt ein Worker nach dem anderen down. Während hier weiter an der dritten Basis die Adepten vom Baumsturm alles zerlegen, was irgendwie da ist. Man bricht wieder den Shade ab und wird hier weiter sich wieder fokussieren auf die Hatchery. Und ich glaube, die ist mittlerweile zu 100% down. Vor allem in der Mainbase sind weitere Adepten und auf schlechtes Passing von den Zerglingen. Da kommt dann das GG und Baumesbaum holt sich hier das 2-1 mit einem 5-Head-Move einfach in die Mainbase zu shaden. Ich wollte sogar sagen, als du gerade gesprochen hast mit der Position, wo man kämpfen kann. Und dass dann langsam sehr viele Adepten am Start sind, dass man auch jetzt einfach mal in die Mainbase 4 Stück schicken kann. Und ja, damit steht auf jeden Fall die Relegation und der erste Platz fest. Ich werde nochmal aktualisieren. Aber Aerocool ist 200% durch. Baumusform hat jetzt gewonnen. Ist also 3-2. Derastat ist 2-3. Und das kann keiner der anderen Spieler,
Dystopia gegen Aerocool spielen, noch Baumesbaum seinen Platz streitig machen. Also von daher, herzlichen Glückwunsch an Baumesbaum für die Relegation. Und jetzt wird es interessant. Ja. Könnte es noch schaffen, noch den vierten Platz zu machen. Mit den 2-0 würde er 6-7 stehen. Spielt ja gegen Aerocool, dann 6-7, dann würde es bedeuten, dass Mechanics mit seinen 5-7 und 2-3 halt nur einen Map bloß mehr hat, den fünften Platz nimmt und Illustrated mit 5-8 den letzten Platz nimmt. Also, das ist noch möglich. Muss aber natürlich jetzt gegen Aerocool ran, der halt noch kein Spiel verloren hat. Keine Series, ja. Keine Series, geschweige denn ein 2-0 Spiel verloren hat. Also, gegen wen hat er denn verloren? Ich mach mal auf. Oder Maps einzeln verloren. Er hat gegen Derastadt. Oh, warte mal, ihr seht's nicht. Mechanics. Genau, gegen Derastadt hat er eine Map verloren und direkt die Woche darauf gegen Mechanics, also gegen Zerg-Spieler, hatte er Probleme. Spielt jetzt hier einen PvP. Und ja, jetzt schauen wir mal, wer davon dein Relegationsgegner ist. Wünschst du dir jemanden? Hast du lieber Dystopia oder Mechanics? Also Zerg oder Protoss? Ich klatsch die alle weg. Okay, dann auch eine Ansage. Ich klatsch die alle easy peasy weg. Ich klatsche die so hart weg, ich springe einfach, überspringe Liga 4 und komme direkt in Liga 3 rein. Ja, das bezweifle ich, aber... Also da sehe ich mich, Liga 3. Alrighty, kommen wir zur ersten Map von der letzten Series. Grassman LE heißt sie wieder, die Karte. Und unten rechts in diesem Best of 3 gespawnt von Team Phoenix. Es ist der Protoss-Spieler, es ist Aerocool. Links oben von Team Phoenix. Wir wollen jetzt hier ein kleines internes Battle machen. Das ist Dystopia. Ey, ich merke schon, Baumesbaum, du hast ordentlich Bock auf StarCraft und hast wieder viel trainiert. Also werde ich beim nächsten CC nicht gegen dich gewinnen. Oh, ja, Baumesbaum, ich komme gerne Liga 3 und dann zeige ich dir mal, wie ein ordentlicher Kenrush funktioniert. Kein Problem. Kein Problem. Ja, ich muss sagen... Keine Ahnung, ich mag die Map auch nicht. Ich muss sagen, als Caster finde ich PvP so das schlimmste Matchup. Oh. Nein. Nur TVT. Nee, TVT finde ich als Caster sogar ziemlich geil. Habe ich ja schon immer gesagt, nur zum Spielen ist es grausig. Nein, ich habe schon immer gesagt, dass es auch zum Zuschauen grausig ist. Nein. Doch. Ich kann an zwei Fingern abzählen, welche TVT-Matchups spannend war in professionellen Szene auch. Das war TY gegen Maru und Maru gegen Oliveira. Das sind die einzigen zwei Games. Ja, ich Rest ist einfach Schmutz gewesen, weil TVT einfach Schmutz ist. Ja. Professionelles StarCraft, was nicht GSL ist, ist einfach Schmutz. Hallo, GSL ist jetzt nicht mein Premier. Ich weiß, es ist so traurig. Sie haben einfach gesagt, okay, wir hassen Koreaner. Es fällt sich ein einfach mit Wardy. Ja, es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm, cool. Wie die Profis. In welchem Stream war das? Von Stats? Nee, irgendeinem Stream. Von Terran, von TY? War das nicht sogar TY's Stream gewesen? Nee. Irgendjemand, der ganz viele Leute angerufen hat. Oder war es TY? Nee. Ist auch egal. Ja. Ist auch egal, wer es war. Aber der ganz viele angerufen haben, wo manche Koreaner einfach nur betrunken haben, weil sie einfach ultra traurig waren. Dark auch meinte in Katowice, von wegen, ja, wir sehen uns in Stormgate, weil StarCraft in Korea keiner tot ist. Also es ist schon richtig bitter, eine ganze Region mehr oder weniger zu sagen, ey, viel, kein Bock auf euch. Ja, das stimmt. Aber was ich immer cool finde, ist, dass halt so viele, also dass es jetzt diese Korean StarCraft League gibt, dass Korean Royale von Wardy mit Indiegogo finanzieren möchte, halt ein bisschen mehr für diese Saison, ein bisschen mehr in Richtung koreanischen Gameplay reinzubuddern. Es ist auch ein bisschen traurig, weil zum Beispiel Stats fängt jetzt wieder sozusagen zum neuen Jahr an. TY kommt wieder ins Innovation. Spiel zurück. Innovation kommt wieder zurück. Das wäre eigentlich jetzt ist natürlich jetzt auch sehr demotivierend. Ich finde es auch gut, dass ein paar Leute halt in Brood War ein bisschen mehr aktiv werden, weil Brood War auch einfach ein ziemlich cooles Spiel ist. Aber
natürlich schade für StarCraft 2. Vor allen Dingen, weil das vielleicht ja das letzte Jahr ist, wo bevor sozusagen die meisten StarCraft-Spieler dann in Stormgate rüberwechseln, wenn das Spiel gut ist. Ne? Man weiß ja jetzt noch überhaupt nichts darüber. Ja. Aber sie es müssen, ist natürlich das Potenzial, ne, dass die das tatsächlich dann, dass das dann darüber wechselt. Wenn sie es eigentlich gut machen, bringen sie jetzt. Eigentlich hätten sie es jetzt in dieser Woche machen müssen. Neue Trailer, Teaser, whatever, Dev-Videos oder so Kram. Die haben einfach nichts. Die haben da ihren Trailer gemacht. Der richtig scheiße war, ganz ehrlich. Der war richtig. Ja, ich glaube, der war auch einfach ein bisschen zu überhastet. Das war, schien auch alles nicht so flüssig zu sein und so, ne? Mhm. Vielleicht haben sie auch gesagt, gut, reicht es. Die wollten erstmal nur diesen Titel reinbringen. Vielleicht, ja, wer weiß, was das von Auflagen von Investoren gab oder wie weit sie da noch erstmal was präsentieren mussten, ne? Weiß man ja nicht. Aber seitdem gab es ja auch eher nur Videos, die ich zum Beispiel eigentlich gar nicht so schlecht finde, wenn das einfach sogar öfters kommt, diese Dev-Updates. Ab und zu mal ein paar Interviews, immer so ein paar kleine Häppchen. Gameplay-mäßig will ich auch echt gar nicht, noch nichts sehen. Ich verstehe das auch komplett, wenn man sagt, ich will eigentlich keine Alpha zeigen, weil das Spiel sieht dann halt noch ziemlich scheiße aus und das wird dann halt einen Eindruck hinterlassen. Genauso wie dieses Sentry den Eindruck hinterlassen hat, völlig im Spiel im falschen Spiel zu sein. Ja, Elo Cool, sehr aggressiv ist hier mit den Stalkern, kann den Fight ohne, hat die Shield-Battery mittlerweile leer gemacht. Micron sich hier beide in den Astab des Top, er zieht jetzt seine Worker mit dazu. Gleichzeitig da oben ein Oracle in seiner Mainbase. Das Oracle steht hier oben, wird leider nicht genutzt, weil er so im Micro-Fight mit eingebunden ist. Stalker zahlen immer noch besser für Aerocool. Wunderschön, wie der gemacht hat. Mit dem falschen Focus-Fire kriegt den Stalker jetzt hier nicht ganz. Benutzt immer noch sein Oracle nicht für die Mainbase. Ich verstehe es einfach nicht. Warum zieht er das nicht rüber? Das Game wird dann. So, mit beiden Dings hier einfach mal kurz Shift klicken und du killst ihm halt 10 Worker. So. Ja, na, da stehen ja 3 Stalker. Da, Oracle ist Armor. Die kriegen schon ziemlich gut Schaden von Stalkern. Wenn du hier 2 Stück hast, von der Seite fliegst du es einmal rüber, achtet er nicht drauf und von der Seite Schiff klickst du hier alles, da steht dann ein Stalker alleine. Oh, Aerocool benutzt jetzt seine Energie sogar für eine Stasis Ward, um den Gegner, wenn er ihn verfolgt, auch noch ein bisschen zu trollen. Und gleichzeitig die dritte Basis, Microtier sich wieder ein Up, kein Blink in dem Fall von Aerocool. Läuft er da rein? Nein. Das Stopper lässt sich nicht drauf ein, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Es fühlt sich, also das ist eine BO, die ziemlich aggressiv, aber auch ziemlich viel rein investiert. Vor allen Dingen die Stalker-Oracle-Geschichte ist eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so eine gute Bild, hat viel Potenzial. Ich finde es aber besser, wenn man es mit Oracle, mit Adepten macht, da investiert man nicht so viel, hat vielleicht sogar mehr Potenzial, ein bisschen Damage zu machen. Jetzt Aerocool versucht jetzt hier einmal hinterherzukommen. Dystopia hier noch mit keiner Forge unterwegs. Schon mit einem Immortal, das auch sehr, sehr defensiv gehalten, aber auch und hat halt dementsprechend jetzt noch keine dritte Basis angedrückt. Jetzt haben wir ein Oracle, was sogar eine Shield-Battery-lose Base findet. Wenn man leider nicht gut Shift klickt, hätte er locker noch 2 Worker mehr mitnehmen können. Ja, also am Ende müssten jetzt eigentlich auch die Oracle langsam zu zweit unterwegs sein. Auch, ja okay, ist schon ziemlich hart angeschlagen. Weil einzelne Oracles bindest du jetzt nicht wirklich den Gegner stark an dich. Und du kannst als Dystopia sozusagen rein tierisch rüberrennen. Wäre eigentlich auch so genau der Vorteil gewesen. Du hast einen Immortal, dann hättest du jetzt noch einen War Prism holen sollen, um halt jetzt irgendwie mit diesem Tech Advantage was zu machen, weil das ist natürlich auch ein Investment. So ein Immortal oder sogar 2 Immortals ist auch keine billige Einheit. Und hat jetzt natürlich sozusagen den Nachteil, dass Aerocool sehr viel früher die dritte Basis hatte. Und kann jetzt halt viel höher rein makron. Plus 1 ist fertig, wo man bei Dystopia noch keine Fortschrittssicht hat. Jetzt kommen Gateways und läuten damit eigentlich ziemlich sicher ein All-In ein. Was halt schon ein bisschen komisch ist, weil du brauchst halt eine dritte Basis. Probst jetzt auch schön hoch, bleibst bei 3 Gas. Aber holst halt Gates, bevor man Fortschritt hat. Ich glaube, die Fortschritte einfach vergessen. Oh, aggressiver Blinker vorne, nimmt sofort einen Pylon raus, geht auf die Walker hinten dran, da steht ein einsamer Stalker, der natürlich gerade so rausblinken kann. Sehr, sehr knapp. Easy peasy. Aber fairerweise mit den Immortals, also ein Straight-Up-Fight wird man hiermit noch nicht gewinnen von Aerocool. Aber spätestens, wenn ihr plus 2 dazukommt, was so 50% ist, 6 weitere Gateways im Bau waren. Eieiei. Also es wird eher ein All-In von Aerocool mit plus 2 hier geben, der ein bisschen out of position ist, oder wird er, oh, blinkt runter.
Und wird jetzt seine dritte Basis verteidigen, ne? Da konnte er jetzt gerade auch mit seiner mit seinem zweiten Oracle in der dritten Basis nochmal ein paar Probes rausnehmen. Hier in der Mainbase stehen die jedenfalls bereit. Wenn plus 2 halt fertig wird gegen plus 0, ist das halt schon eine harte Nuss, die man knacken muss. Das hier ist schon Zenith rein. Oh, aggressiver Blick nach vorne, geht aber auf die Seite der Stalker. Das heißt, die Mortals können ja einfach für free Schaden machen. Schönes Micro von Dystopia. Focus feiert hier von Aerocool die Stalker. Aber er hat einfach so viele Einheiten. Das ist immer ein schönes Micro. Aber mit dem Blink Warp Prism wird direkt rausgenommen. Aggressiv geht's wieder nach vorne. Und alles stirbt hier von unserem blauen Protoss. Und das war devastating. Eigentlich ist das Game zwar schiss, die Situation. Wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten. So wird Derastat gehen. Hier würde ich einfach direkt GG schreiben und rausgehen. Sofort. Ja, würde ich auch machen. Das ist auch ein bisschen so das Problem, warum man halt mit so Immortal-Geschichten dann doch ein bisschen sich zurückgezogen hat. Weil Stalker einfach, also teure einzelne Einheiten, Stalker freuen sich darüber, die einfach raus zu one-shotten und dann wieder aus dem Spiel rauszublicken und call it a day und können dadurch halt immer sehr effizient sein. Und dagegen hilft natürlich auch jetzt keine einzelnen teuren Einheiten zu haben, sondern auch Stalker zu messen. So ein bisschen der Hintergrund, warum das eigentlich passiert ist, dass man als die beste Verteidigung ist eigentlich kontinuierlich Stalker reinzuwarpen, statt zu tacken. Sonst passiert nämlich sowas und jetzt haben wir eine Schildbett hier am Start, einzelnes Micro mit Overcharge, probiert man es zu retten, aber die Schildbett wird einfach rausgesniped, aggressiv nach vorne geblinkt und da hat man nicht mehr viel zu melden als ein Stop hier, wenn Aerocool vorbei anklopft mit seinen 70 Army Supply und diese dritte Basis einfach einreißt. Bob der Baumeister. Ja, Bob der Baumeister, Aerocool holt sich hier seine 9. Map in dieser Gruppe. Kommen wir direkt zur nächsten Karte und dem zweiten Spiel, vielleicht im letzten Spiel, wir wissen es nicht. Dragon Scales LE heißt die Karte, wenn Main annehmen würde. Ich will gerade noch nachgucken, wie weit das jetzt eigentlich Konsequenz hat. Ich meine, wenn jetzt trotzdem der Dystopia 2-0 gewinnt, also 2-1 dann insgesamt. Dann ist er 6-8. Dann steht er 6-8 und steht damit mit Mechanics, glaube ich, 5-7 auf gleicher Höhe. Hat er gegen Mechanics verloren oder gewonnen? Das ist die Frage. Ja, das Problem ist halt... Er hat gegen Mechanics verloren. Dann würde es bedeuten, dass Mechanics vor ihm steht und er würde auf... Ich muss halt sagen, wenn jemand zweimal Fortified, Maralikos hat es ja aber dreimal gemacht, wenn du dreimal Fortified hast, wird alles als Death Win gezählt. Und nur, dass du halt nicht teilgenommen hast, ja. Genau, würde ich ab zwei schon machen, weil bei fünf Spielen ist es fast 50% der Spiele, bisschen mehr als 50% der Spiele, die du gespielt hast. 40% hast du einfach nicht gespielt. Die beiden Leute, vielleicht hätten die gegen dich gewonnen, 2-0 gegen den. In dem Fall fehlt ja dem einen Spieler ja wirklich genau diese Partie. Vielleicht hätte er 2-0 gewonnen, dann würden die Maps anders aussehen, dann würde weiterkommen und würde nicht direkt absteigen. Also hier geht es ja teilweise wirklich, würde nicht in die Relegation gehen. Hier geht es ja wirklich darum, abzusteigen oder nicht. Und da muss man halt sagen, ja, ich habe die Regeln nicht im Kopf. Maralekos macht das, wird es schon richtig machen, wird sich dabei was gedacht haben. Aber ich würde bei 2 sogar schon sagen, das muss eigentlich der Win overall geben. So, nächste Karte, Dragon Scales LE. Und mit einem 1-0-Sieg ist der rote Spieler, der auf der 5-Uhr-Position gespawnt ist, nach vorne gespielt. Es ist der Protoss. Es ist Aerocool. Und links oben. Von Team Phoenix. Blau. Protoss. Dystopia. Ja, wieder ein PvP, diesmal Zealot First von Aerocool, weil er auf dem Low Ground seine Wall gebaut hat, nehme ich mal an. Dass er direkt da was zum Defenden hat, nicht, dass es den Gegner einlädt, hier Early Shenanigans zu machen. So ein bisschen wie man gegen Terran spielt, habe ich das Gefühl, von der BO her. Gateway, Cybernetics Core, Nexus. Ja, also so ein One-Gate-Open. Ich meine, das ist Art. Es geht. Also, man macht es nicht so frech, eigentlich. Man holt schon immer gleich das zweite Gras nochmal. Meistens noch Zealot und
Core, bevor der Nexus kommt. Kommt immer darauf an, wie weit man das blockt. Man kann natürlich auch ein bisschen gamblen. Man möchte eigentlich den Satellit nicht fertigstellen lassen, aber wenn der Gegner merkt, dass der Satellit nicht fertiggestellt wird, lässt man selbst wiederum den Pylon fertig werden, um dann noch einen Cybercore zu bauen, um dann halt noch weiter zu nerven. Da gibt es richtige Mindgames damit, nur um halt diesen Nexus zu delayen. Du willst auch dich selber nicht zu weit delayen. Weil du dann eigentlich, wenn du Two Gate vor allen Dingen spielst, dann selber einfach den Nexus auch holen möchtest, weil sonst bist du einfach zu schnell, zu far behind. Sehr aggressive Schildbattery. Scheint um Ioten direkt zu poken, um Zeit zu gewinnen. Ich finde es aber riskant, hier nicht sofort eine zweite Einheit zu bauen. Also es könnten jetzt halt 4 Stalker da sein. Könnte jetzt sein, die rüberlaufen. Ja, aber der hat ja einen Zealot gebaut. Also der kann es erstmal scouten. Hier oben ist er. Rüber zu gehen, ja. aber ich meine, Dystopia hat halt sozusagen den Loss genommen, den er hatte, indem er dieses zweite Gate hatte. Hat aber sonst auch sozusagen den One-Gate gespielt, hat halt nur eine Einheit gebaut und hat selbst dann den Nexus geholt. 2, Stalker das, plus Adept. Das stimmt, der Adept kam ja auch noch. Der gerade runtergerannt wird von dem Stalker. Ja, ich wollte gerade sagen, warum? Und hat er die Vision, ja, hat er die Vision. Gut, dann, ja. Also, Erokur hier klar im Vorteil bei solchen Sachen. Das lohnt sich eigentlich, also ich habe ehrlich gesagt selber nie Erfolg gehabt, sozusagen mich darauf einzulassen, selber auf ein Makro-Game mich einzustellen. Vor allen Dingen, wenn ich Gegner hatte, die ungefähr so gut sind wie ich. Aber ich habe auch Spiele verloren, die halt nicht so gut sind wie ich. Wenn die halt mit One Gate da durchkamen, warum ich dann irgendwann mich gar nicht mehr darauf eingelassen habe, wenn ich Two Gate spiele. Aber ganz kurz. Aber bin auch kein guter Spieler. Das ist halt gelogen. Du bist wahrscheinlich Top 1,5% der Welt. Ein One-Gate, guter Spieler. Aber ist es nicht ein Auto-Lose im Early-Game, dieses Makrospiel anzunehmen und nicht probieren, mit deinem Bild Pressure zu machen? Also wenn ich so an TVT denke, deine braucht halt Early eine Expansion und ich ziehe nach und baue meine Expansion halt hinterher, dann verliere ich. So, weil ich im Early so weit bin, ich muss dann halt mit einem guten Move irgendwie Schaden machen. Aber Aerocool, genau, du musst halt Aerocool jetzt hier dauerhaft Worker-mäßig ahead. Also wirklich ohne Probleme. Nimmt jetzt hier ein bisschen was raus mit dem einen Oracle, verliert gleichzeitig das Oracle. Aber ich bin mir halt unsicher, ob sich das gelohnt hat, weil er ja auch bis auf das Stargate, was dem Tech hier nicht so unfassbar viel bringt, auch behind, weil er muss ja später noch das Twilight Council nachbauen. Blink ist auf 50%. Wir haben aber War Prison und Immortal schon auf der Karte. Und Twilight Council kommt noch dazu. Man ist Worker behind. Auf, warte mal, warum ist Aerocool? Er hat nochmal an einem zweiten Oracle nochmal einen Worker verloren. Eieiei. Und hier kommt jetzt auch der Allen. Ja, Aerocool hat sich ehrlich gesagt irgendwie, ich glaube, sich verzettelt. Sieht hier eigentlich, hat ein All-In kommen sehen. Krone ist das ganze an den Immortals raus. Hat dementsprechend natürlich selber noch kein Blink. Mit den Techs noch nichts angefangen. Und hat halt jetzt, das Topia konnte halt selbst jetzt nachziehen mit seinen. Mit seiner Eco. Okay, jetzt kommt noch mal ein bisschen Harass mit den Adepten. Sieht vielleicht ein bisschen mehr, was da ist, aber er ist. Oh mein Gott, dadurch wurde jetzt hier unten aber der Pylon gescoutet. Mit dem Immortal und dem Stalker kann man das natürlich raus. Das heißt, 4 Gateways, die nicht an dem All-In-Netz teilnehmen. Und gleichzeitig mit den Immortals kann man die auch einfach kaputt machen. Man hat auch gar nicht genug Zeit von Dystopia hier runterzulaufen. Und er bricht den All-In jetzt mehr oder weniger einfach ab. Das sind. What the fuck? Das sind 700 Mineralien, die einfach in den Arsch gegangen sind. Das hätte was 2 Nexus sein können. Ja, und vor allem warst du jetzt noch gar nicht draußen auf der Map, weil du musstest gegen Morpheus verteidigen und damit ja hat sich das Ganze gegessen. Ich meine mich aber auch zu erinnern, ich weiß nicht mehr, wie genau das war, aber ich glaube, der Pylon wurde schon vorher gescoutet gewesen. Ja. Das ist dann natürlich dementsprechend ziemlich riskant, da auch noch ein paar Gates draufzusetzen. Ja, und damit sind wir eigentlich in der Situation eigentlich wieder gewechselt. Aerocool hier völlig im entspannten Modus. Ja, eigentlich muss man auch hier wieder jetzt sagen, die Situation ist grauenvoll für das Top hier. Er hat jetzt insgesamt 9 Worker gegen 6 verloren in einem makromäßig schwächeren Bild theoretisch. Ja, Aerocool ist die Mindgames eingegangen, dass er Angst vor dem All-In hat. Deine dritte Basis steht aber gleich in 10, 15 Sekunden. Und Mainbase ist natürlich jetzt die ersten Mineralien sind am Schwächeln schon. Beiden Patches. Und dadurch wird er gleich einen immensen Eco-Vorteil haben. Frag mich gerade, was Dystopia überhaupt als Plan hat. Holt jetzt seine dritten, vierten
Basis, Gase, Routen, Templar Archives, so. Ich sehe aber da ehrlich gesagt keine Chance, außer dass er halt jetzt vielleicht hier auf 8 Gates hochgeht und halt nur Zelitz und Charge in Archons baut. Und Archons baut. Aber auch da sehe ich das nicht wirklich. Die Armee bis dahin wird von Eriko auch groß genug sein. Plus 1 wird fertig sein. Seine Infrastruktur wird schon ein bisschen weiter sein. Das ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber hey, sind dann auch schon 8 Gates. Ja. Jetzt hat die Frage, wo er hin möchte. Ne? Also ich glaube, ich hoffe, dass er, ja, guck, er geht nicht direkt auf Disruptor, sondern holt sich erstmal noch ein bisschen Safety und geht auf Templar Archives, was ich ja auch die beste Entscheidung finde. Und weitere Gates, ne? Oh Gott, das wären richtig viele Gates, oder? Ja. Wir waren doch eben gerade schon bei 8 Gates. Das wären, aber da waren viele im Bau. Ja. Also 12 Gates wären es jetzt. Ja. Ich glaube, das wird so ein 3-Base All-In. Aber jetzt massig Zealots, Immortal, Arkans bauen. Und einfach mit purer Masse den Gegner erschlagen. Ich kann das aber auch verstehen. Also 12 vielleicht ein bisschen viel. Ich würde sogar 10 oder 11 würde ich sagen. Ist okay, wenn man halt sagt, okay, ich spiele halt sehr Gateway-lastig mit Zealot Stalker Archons dann noch. Gehe aber halt schon ziemlich makro-lastig. Also aggressiv. Also immer noch Makro-Game, aber trotzdem sehr aggressiv auf der Map unterwegs und will traden. Dann kann ich das auch als nicht All-In verstehen. Aber 12, ja, fühlt sich schon so an, als würde man hier einfach mit einem riesen Push einmal das Spiel beenden wollen. Wahrscheinlich mit einem +2-Push. Und stellt endlich einen Zealot ab, die arme Probe. Ja, schon bei seiner zweiten Schicht nacheinander. Um endlich diese Pylons zu killen. Ja, ich finde den Move ein bisschen schnell, muss ich sagen. Also Protosse lieben ihre +2 All-Ins und Timing-Pushes und all dem. Ich find's lustig, dass... Oh, wir haben wirklich direkt gleich den Kampf und die Position ist alles ziemlich gut. Die Chargers kommen jetzt von der Seite rein. Die Hälfte der Armee von Aerocool ist einfach hier gefangen. Und man greift hier oben sogar die Infrastruktur an. Also genau das, was man nicht will. Man findet hier einfach ein Drittel der Armee for free. Aber jetzt kommen die Wobbles rein. Unfassbar viele Chargers und blinkt zur Seite, um den Arken besser snipen zu können. Aber am Ende sind immer noch so viele Zealots da. Jetzt geht's an die Arkens von Dystopia. Aber gleichzeitig immer, das darf man nicht vergessen, Aerocool greift immer wieder den Nexus an. Und der Trade ist sehr, sehr gut hier für Dystopia. Die Frage ist, ob es am Ende gegen die 12 Gates reicht. Dystopia verliert auf jeden Fall den Initial Fight. Blink hinterher. Jetzt kommen weitere Chargers um wieder mit dazu. Charger sofort drauf. Blink ist down von Dystopia. Auf den einen Arken geht jetzt hier und man kriegt alleine auch durch das +1 jetzt die wichtigen Tech-Einheiten und schlägt Dystopia zurück. Wird diesen Nexus nicht halten können. Und das heißt, wir sind gleich wieder auf 2 Basen gegen 3 mit der viel besseren Economy von den roten Brutters. Und das ist GG! Und das 2-0. Es war übrigens ein ziemlich krasser Rollen, weil er hatte ja noch keine vierte Basis genommen, bevor er auf 12 Gates gekommen ist. Also war die ganze Diskussion völlig umsonst gewesen. Aber die, ja, ihre Cool macht den Sack zu, holt sich hier den Ligasieg und ja, haut damit in Dystopia ganz runter. Ja. Lässt ihn da unten. Und warte mal, Dystopia hat gegen Illustrated sogar gewonnen. Das heißt, es würde ihm sogar zugute tun, sogar schaden, wenn man den Win raussiegt. Sein einziger Sieg. Ja, gut, letzter Platz macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ja, aber er wäre dann sowieso letzter Platz. Aber meine Rede war ja vorher, was ist, wenn du wegen fünften Platz und so weiter, wegen diesen Losers, aber in dem Fall ist es sogar, würde er sogar da bleiben. Sogar noch weniger Punkte haben. Egal. GG an alle Beteiligten, das heißt, du spielst theoretisch gegen Illustrated, wenn er sich meldet. Die Frage ist, was passiert, wenn er sich nicht meldet? Steigst wahrscheinlich direkt dann auf, würde ich sagen, und Illustrated steigt dann halt ab. Ich würde da jetzt auch nicht so eine große Emphasis drauflegen, weil das mit den neuen Spielern, wer weiß, wie das dann aussieht. Der wird alles verschoben, gerade bei Relegationsspielen und so ein Kram ist der dann meistens so knapp. Teilweise kann es ja sein, dass du verlierst, aber du wirst trotzdem hochgeschoben, weil neue Spiele dazukommen, es wird vielleicht eine neue Gruppe aufgemacht, du bleibst in Liga 4. Weil so viele Leute in diesem Bracket geblieben sind, also da kann ja eine Menge passieren. Aber das ist ja das mit Liga 4-5 geworden. Also das, unsere Liga 5 jetzt ist ja die alte Liga 4 eigentlich. Ja. Mit den ganzen Spielern. Und da kam halt sozusagen jetzt die Liga 4 hier noch ins Spiel rein. Also sind wir mal gespannt, wie es nächste Saison aussieht. Ich bin jedenfalls hyped. Und bin froh, wenn ich gegen irgendjemanden spielen kann. Wenn nicht, ist auch okay. Alrighty. Damit noch hier einmal die Ergebnisse zum Schluss. Dystopia beendet die Gruppe mit 1-4 auf dem letzten Platz. Illustrated mit 2-3, theoretisch in der Relegation.
Platz 3 und 4, oder ja doch, 3 und 4 teilen sich Derastad und Mechanics. Auf der Relegation zu Liga 3 schafft es Baumesbaum am Ende mit einem 3-2 sich durchzusetzen und einem 5-0 ohne Lose Aerocool straight up to Liga 3. Und damit war's das für uns beide mit der Liga und dieser Saison. Und wir hören uns hier auf sc2.de zur nächsten Saison. Ich glaube, Maralekas hat noch kein Datum bekannt gegeben, aber ich tippe mal grob auf Mai, so jetzt, wenn ich ins Blaue hineinschieße. Ja, also das ist ja so die Idee, dreimal in der Saison, 2 Monate On-Saison, 2 Off-Season sozusagen. Mhm. Und mit rein theoretisch haben wir den März eigentlich jetzt Off-Season. Klar, ein paar Casts mussten jetzt noch in den März rein, weil es schiebt sich halt, Sachen schieben sich. Und April auch, dass es dann rein theoretisch im Mai dann wieder weitergeht. Mai, Juni dann wieder Saison ist und dann ne, wieder 2 Monate Pause und so weiter und so fort. Ja, Marika schreibt so im Chat, Mitte Mai wird es dann wahrscheinlich wieder weitergehen. Und bis dahin, guckt nochmal in den Discord rein, meldet euch vielleicht an, wenn ihr noch nicht angemeldet seid für diese Liga. Und ansonsten guckt auf den Castplan, was es sonst noch für Action in dieser Woche gibt. Und ich wünsche euch damit einen wunderschönen Start in die Woche. Habt viel Spaß, bleibt gesund, guckt viel StarCraft 2. Und die letzten Worte hast du, Main, wie immer. Jo, schönen Abend noch.